Judy. Und ich muss auch mal gucken, wie ich das hier oben mache. Vielleicht mache ich einen Rückzug. Mal schauen, dass ich dann einfach hinter David fliege. Von hier oben. Richtig geil wäre so eine Art Blendgranate, dass du alle Gegner um dich herum, sag ich mal, blendest und dann kannst du immer schnell abhauen. Aber es wäre eine Aktion wahrscheinlich, wäre ungünstig. Ja, Bleibst genau. du stehen, blendest alle und alle. Nichts passiert sich, nichts verändert sich. Ja, das ist ja der Vorteil von meinem Schurken, dass ich ja den Rückzug als Bonusaktion machen kann. Stimmt, ja. Ihr müsst ja auch eine Aktion dafür opfern, wenn ihr euch zurückziehen wollt. Kann sein, aber ich gehe mal mitten rein eigentlich. Noch Ach, nie ausprobiert. ist klar. Rückzug kenne ich nicht. Digga, ich bin Halborg. Naja. Der stärkste Krieger meiner Rasse. Aber KriegerInnen. nicht die Ich ersten wollte gerade 50 sagen, bin Folgen ich auf ein dem Ork. YouTube-Kanal. Ja, na, ich wollte den Spannungsbogen noch ein bisschen schön hochhalten. Dass du denkst, oh, Jusen ist ja richtig kacke, Alter, warum bist du überhaupt dabei? Und dann BÄM, Alter, ab der 50. Folge. Alter, Jusen ist ja richtig Killer-Modus unterwegs. Ja. Es soll nicht immer dasselbe sein, weißt du. Was hast du auch bei Avatar gesagt? Diese Charakterbildung ist einfach wichtig im Game. Du bist schon so eine Charakterbildung. Ach, Alter. In was für einem Avatar-Game? Nicht Avatar-Game. Game Avatar? Ich und Jolin hatten mal eine Diskussion über welcher Avatar ist besser. Ob Korra oder halt Aang. Soll nicht bald ein neuer Avatar-Film rauskommen? Habe ich da nicht irgendwas gelesen? Oh, fangen wir das Weiß ich jetzt hier nicht. schon Das... wieder an? Das Nee, erzählen aber. wir alle 3 Wochen. Ist egal jetzt, darüber wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Ist aber das Argument, was Shaolin gesagt hat, bei Aang hat er schon vollkommen recht. Die einzelnen Charaktere haben einfach sich auch entwickelt mit der Serie, sag ich mal. Bei der anderen Serie ist es halt so, alle haben ihren Grund, sag ich mal, ihre Grundart und die halten sie auch durch, so, bis zum Ende. Da gibt es keine Entwicklung, keine Bildung. Nur ganz viele Geschichten muss reingeworfen werden, so. So, ist fertig. Gedächtnis, Hirn, Glas. Was gibt ein Glas? Ja, wegen Paarwörter. Ich hab da oben so ein grünes Licht gesehen, dachte mir, oh, muss ich schnell einsammeln. Aber ist ein ganz anderes Game hier. Das ist halt so ein Gehirnpaarglas. Oben in der Hecke irgendwo. Bei diesem komischen Insektenverschlinger. Da leuchtet was im Busch. Sind einfach so viele Teilnehmer vom Kampf, dass die Leiste oben um 12 erweitert ist. Kann man einfach 12 weiterklicken noch. Achso, aber ich wollte gerade sagen, bei mir sind es nur 3, aber ich habe einen größeren Na, herzlichen Glückwunsch. Bildschirm. Muss er wieder flexen, dass er reich ist. Schön, Ja. toll, toll. Juni, könntest du auch 2 Bildschirme haben? Dann hättest du auch einen großen. Ja, aber auch wenn ich das hätte, will ich nicht damit flexen, so wie du gerade. Ja, und 2 Bildschirme hättest du. Ja, du hast ja sogar ein Bildschirm für deinen Bildschirm, Alter. Damit dem nicht Ja. langweilig wird beim Bildschirm zeigen. Na und? Oh. Aber. Oh, sitzen. So ruhig bei euch. Ja, wir warten, dass du eine Anmod machst und die ersten Schritte machen können hier. Ich lege sofort los. Dann bin ich gleich Aber als wieder ich da. vorhin gefragt habe, war eigentlich, warst du nicht da? Das war für mich die Aussage. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ah, schön. Jetzt machen wir alle den Stefan Raab nach. Ja, das wäre cool. Ja, der hat ja etabliert eigentlich, wenn man es so sieht. Der hat die Buttons wieder modern gemacht. Na gut, dann mach ich Anmut. Warte mal an. Du, 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 du. Caroline, back in the game.
back in the game. Ich ist er. Der ist back with bacon, yo. Alter. Was? Johnny, warst du das gerade? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ah, sind wir dumm, ist das schön. Man kann so leicht unterhalten. Lass mir mal die Fresse, hältst du auch noch? Du bist wieder so charmant. Das ist scheiße. So, Boys, da sind wir. Oh, Junge! Oh, Mann. Ja. Wundert euch nicht, Sound-Dashboard, ja, von Discord haben wir mal ein bisschen aufgefüllt. Wer ist mir mal die Fresse, hältst du auch noch auf, Alter? Das war jetzt ja, kein Bad, das war Shaolin. Das war ein echter Schach-Shaolin. Ja, das war ein klassischer Shaolinchen. Alles läuft aber soweit, wenn irgendwas mit Bild und Ton nicht stimmt, sagt bitte wieder Bescheid und dann... Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts hab ich gemacht. Okili dokili. David ist auch da. Wieso? Fragt. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, Okay. Die ersten Schritte, Freunde. Na, der Luftmyrmidon ist dran und David. Nee, bei mir ist eigentlich Pilot dran. Ne? Naja, der Luftmyrmidon. Alex ist ein bisschen leise, ne? Machen wir mal einen Teil. Hallo, hallo? So, darf es denn losgehen? Ja? Ich weiß nicht. Hau rein. Ich hoffe doch. Mach mit deinem Luftmyrmidon, was du kannst. Wo, an welchem Punkt treffen wir uns denn jetzt? Bei der Statue. Bei dieser Steinstatue. Ja, na, Pilar, du könntest dich da oben erstmal durchfighten. Du hast ja dann eine erhöhte Position. Dass du dann von. Ich hab gar nichts gedrückt. Dass du dann von hier oben vielleicht irgendwie kämpfst. Ja, na, dann bleibe ich hier oben und kämpfe mich weiter nach vorne. Ja, genau. Alter, Fehlschlag und Schutzi. Ziemlich unübersichtlich gerade alles. Wow. Ja, weil so viele sind. Wir müssen erstmal ein bisschen... Der dicke Eulenbär kann sich natürlich nicht fehlen. Naja. Shaolinchen und Dildorino. Und Icke mit meinem Lover. Ja. So, das ist jetzt die Frage, ob ich die Dornen hochmache zu Yuzen. Und er dann da drüber springt. Aber er hat noch den Typen vor sich. Wo ist denn Yuzen links, wa? Hier seid ihr. Ja, willst du es direkt auf die Treppe machen, oder was? Ich will erstmal hier mal ein Stück hoch. Okay. Ja, was mache ich denn mit ihm hier unten? Na, okay, ich könnte halt nur die untere Treppe machen. Ganz? Ah, okay. Also genau mittig von dem toten Gedankenschindel, der liegt. Okay. Und wenn kannst du zwischen den Treppen das machen, ne? Ja, doch, ich kann das zwischen den Treppen machen. Ich könnte sogar die zwei oben rechts könnte ich sogar nochmal treffen. Die da zu dritt um den Hammertypen stehen. Ich mach das einfach, dann treffe ich die beiden und dann ist die Treppe auch abgesichert. Muss halt Düsen rüberspringen. Der Ogre hier oben ist tot. Ja, scheiße, was mache ich denn? Hinter den dicken Eulenbär komme ich natürlich nicht. Ist jetzt wieder mir den Dude mit zu mir nach oben? Aber schau dir, wenn es hilft, wir haben noch Teleportationspfeile. Dann gehst du einfach an den Rand und schießt dich dahin. Theoretisch trifft ein Kettenblitz dich nicht, oder, David? Also dein Zwerg, der hier steht, oder ist das meiner? Woran sehe ich denn, ob das deiner oder meiner ist?
Ich weiß nicht, steht da trifft Gegner in der Nähe oder trifft Spieler in der Nähe oder Einheiten oder irgendwie sowas? Steht dann genau da. Treffe einen Gegner mit einem Kettenblitz. Okay, dann Gegner. Drei weitere. Nee, dann kannst du das auf die anderen hauen. Komm nicht ganz ran. So, er läuft ein Stück nach vorne. Hat doch schon angezeigt, was es geht. Da kannst du nicht mehr laufen. Du kannst auch noch ein Stück laufen. Alter. Und sogar noch den oben gekillt. Das ist der Standardattacke bei dem, ne? Ja, läuft. Der hat auch noch andere Attacken wie Gehirn herausziehen. Das kann bis zu 137 Schaden machen. Oder was waren hier noch? Ja, warte mal kurz. Gedankenschinderschlag ist auch ganz krass. Und das hier war es, genau. Mächtige Konzentration kann auch bis 108 Schaden machen. Jo. Ist ja ein mächtiger Verbündeter. Obwohl wir ihn am Anfang, glaube ich, auch erst umbringen wollten. Dann haben wir ihn uns dagegen entschieden. Dann wollten wir ihn ja wieder umbringen. Ja, nee. Guckt's einfach nach, Leute. Dann seht ihr. Ja, hey, genau. So, Yuzi ist dran. Mal gucken, was er tut. Ich sollte ja zurückkommen, oder? Ja. Dann kannst du ihn da oben auch erstmal platt machen und dann zurückkommen, oder? Ja, du provozierst Gelegenheitsangriffe, ne? Hau den doch erstmal um und dann lauf. Oder dann kannst du fliegen. Genau, siehst du. Kannst du jetzt noch einen Speer werfen? Auf die vier da oben zum Beispiel oder so? Dann hast du die vier ja auch schon mal weg. Ja, oder den links, der ist schon angefrackt, der Gedankenschinder. Ja, aber den 37er bringt er wahrscheinlich nicht um. Aber dahinter sind da auch noch zwei, die sind dann auch recht tot. Ja, aber da oben kriegt er vier und nicht zwei. Ja, ist ja okay. Musst du nur gucken, Jusen, danach, ob du noch dich bewegen kannst. Ich weiß nicht, ob das eine Bonusaktion bei dir ist. Genau, siehst du. Alle bei mir durchsichtig geworden. Ach, hier oben ist ja der auch wieder. Also ich könnte mich noch bewegen, aber ich kann nochmal einen Speer zu dem Schinder da werfen, oder? Na ja, dann los. Wenn du dich dann immer noch bewegen kannst. Ja, seine normale Bewegungsrate hat er ja dann noch. Ja, naja, aber wenn das eine Bonusaktion zum Beispiel ist, dann kann er sich ja nicht mehr bewegen. Und die sind trotzdem gekillt. Jo. Wo ist die beiden Dudes dahinter? Nee, tot. Jo, ist ja gut. Geht nur darum, dass der Gedankenschinder nicht irgendwas, weißt du, dann schlafen wir allein oder so. Und Jusen wollte gleich am Anfang ins Horn blasen. Also im Moment machen wir die ja riesenplatt. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Gut, dann komm ich jetzt aber zurück. Aufpassen, der hier oben ist noch ein Magier, ne, neben dem anderen Gedankenschinder. Also der kann nach unten gut austeilen. Da bin ich noch nicht. Alex, ich könnte runterspringen von mir aus runter, nach unten links zu dem Gedankenschinder. Kommt auch einer mit zwei Hürden an. Ja, ist egal, wie du magst. Weißt du, dann machst du auf dem Rückweg einfach die Olle da bei mir noch platt. Obwohl die hat 92. Ja, spring doch erstmal auf die drauf. Naja, obwohl. Naja, nee, alles gut, ich krieg die schon platt. Mach mal den Gedankenschinder da platt und dann. Ich krieg die hier oben schon tot. Ich hab mal kurz geholfen da auf. Inquisitor. Ah ne, den hättest du nicht getroffen. Oh, noch eine Bonusaktion. Komm ich da rein? Pack da nochmal einen Bogen aus. Triffst du den nochmal? Ne, da oben nicht. Da kann ich nur was hinwerfen. Gibst du noch irgendwann auf der Strecke? Na, hier oben triffst du nicht. Ne, die sind alle so weit weg. Okay. Euer Opfer in ihrem Namen, okay. Ah, der Beobachter? Der fliegt? Der kommt zu mir? Der kommt nach unten in die Arena. Der kommt zu mir? Oh. Der haut ab? Der Hund. Was hat er getan? Ist clever, die Dornen machen ihm keinen Schaden. Ja. Ja. It's Hammer Time. Ist die Frage, soll ich die Dornen ausmachen, dass wir hinlaufen können? Du kannst einen Feuertyp mal kurz auf die Dornen das anzünden, vielleicht gibt es ihm Schaden, wenn das brennt. Ja, das gibt ihm Schaden, aber kann der Zwerg nicht hier hochspringen? Oder fliegen oder so? Nö. Bewegungsrate.
Nee, leider nicht so aus. Beziehungsweise müsste er durch die Dorn durch, dass er da. Muss er. Aber hier ist auch keine Treppe, oder? Nee. Nee. Hm. Mhm. Tja, mhm. Schwierig. Wohl hinten rechts wäre eine Leiter, aber. Ja, da könnte. Doch hinten wäre eine Leiter, müsste ich aber wahrscheinlich ewig weit laufen. Naja, das ist gut, also. War jetzt nur eine Idee, dass du da hochspringen kannst, alles. Dass du noch helfen kannst. Wenn nicht, dann beende doch einfach den Zug. Ihr müsst ja nicht unbedingt Schaden machen mit den beiden, wenn ihr es gerade nicht könnt. Dann lass sie zu uns kommen, da durch die Dornen. Ich glaube, das hat mehr Impact, als wenn der Zwerg da jetzt eben mal draufhaut. Ja, nee, ich kann in die Richtung zum Gedankenschinder laufen. Ja, genau, dann genau läuft er zu den beiden hier. Also mit den beiden dahin. Das ist ja schon mal in Ordnung. Eine weitere Attacke hatten wir nicht bei denen, ne? Entfernung. Hier sind die Zwergenmauer. Wer hier lang will, der kriegt Hauer. Du kommst nicht vorbei. Genau. Aha, Fehlschlag. Das ist immer bezaubert, ja. Mhm. Ich hab dir mal schöne Augen gemacht. Flirt-Profi, du. Mein Tentakel kann keiner widerstehen. Wie hieß weißt der doch. Film noch mit Will Smith? Hitch, der Date-Doktor? Oder ja, so? Genau. Hitch. Und außerdem ist er gut im Schlösser knacken. Er kann jedes Herz aufknacken. Ja, ich erober alles. Hau ihn aufs Maul, David! Aber tu den Tentakel. Tu den Tentakel nicht weh. Ich brauch die noch. Er wird an die Ex-Beziehung denken. Ja, mit denen hatte ich ja nichts, aber. Was der nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht dreh ich ihn um. Kämpft er für uns. Mir war es, als hättest du bei der letzten Session irgendwie schlechte Laune auf ihn gehabt, so. Alter. Ich dachte, ihr habt euch getrennt. Die Dryade hat er. Ja. Die Dryade hat er weggemacht. Krass. Ich hab mal mein Holztypi weggemacht. Tja. Jo, die Ranken sind auch weg. Kannst du die hier jetzt irgendwie töten, dass die Konzentration weg ist? Ja, nice. Pilar ist nicht mehr gefesselt. Das war gut. Oh, ich hab aber was falsch gedrückt. Ich wollte eigentlich noch. Na, ist egal. Na, ist die nächste Runde tot oder wenn sie sich versucht zu bewegen. Jo. Und sie heißt sich voll. Und weg. Ui, Cutscene? Nee. Das ist einfach zu weit weg. Alter, betäubt. Alter! Ja, komm, okay. Komm doch nach oben, ist klar. Ist ja nicht so, dass ich schon genug Gegner hier hab. Aber okay. Richtig clever gemacht, Alter. Einfach betäubt und hochgeklettert. Und hoch einfach. Ja. Also, ich kann am nächsten dran. Zug kann ich da hochspringen, sie. Die beiden, dass sie liegen halt. Und dann machen wir's weg. Ja, mach mal. Beziehungsweise, was er dann da oben noch. Was machen wir mit ihr? Die hat übel viel Leben. 95, geht doch. Ja, aber um sie mit einem Schlag zu töten, meine ich. Ach so, ja. Ja, Pilar ist. Blasen Zorn. Pilar, denk auch vielleicht in Marathon, ne? Also, wir müssen ja nicht alle mit einem Schlag immer komplett wegkitzeln. Na, dann fessel ich die Olle hier oben. Genau. Dann kann David die in Ruhe 10 Runden lang mit dem Holztüter bearbeiten. Genau. Könntest du nicht einen großen Zauber einfach nach unten ballern und die beiden da treffen, den Beobachter und den Gedankenschinder? Kannst du die beiden? Um die kümmere ich mich schon, alles gut. Ja, das aber er könnte sie ja schon mal anzünden. Naja, aber ach, die hier nicht. Oben ist aber auch wichtig, das ist eine Inquisitor-Zauberin. Okay, naja, da ja, man macht das. Aber die ist doch schon. Also, das wäre so das gewesen, was ich dann danach gemacht hätte. Ja, die ist bezaubert. Das heißt aber, dass die hier nur Pilar nicht angreift. Die greift dann Jusen an mit irgendwas krassem. Ja, dann macht das. Wenn er die irgendwie lahmlegt, dann ist doch schon mal gut. Dafür ist doch Pilar auch da mit seinen Zaubern. Dass er irgendeinen starken Gegner erstmal rausnimmt.
Und wir wissen ja nicht, was noch kommt. Vielleicht brauchen wir den 5er... 90%. Sollte klappen. Oh, ich hab's nicht gesehen. Rettungswurf gelungen. Er hat's wieder geschafft. Ja, ja. Krass. Die ist, ja. Nicht schlecht. Naja, kriegen wir auch tot. Natürlich, Jusen. Danke. Was denn? Und dafür kriegst du den nächsten ab. Aber nee, bist ausgewichen. So, der Luft. Ich habe bis jetzt gar keinen Schaden genommen, so. Alles cool. Ich bin nicht fesselt. Also, die Stick sollte doch hier stehen bleiben, schon, David. So, du bist mit deinem Wassertyp hier oben noch. Na, entweder klatscht er den hier in der Ecke um oder macht er denn in der nächsten Runde? Ich würde halt schon mal von da vorne zu dir gehen. Jo, dann kommen wir drüber. Genau. Ja, hallöchen. Hallöchen. Ich sehe nicht nur ein Baumtyp, jetzt ist hier noch ein Geist in einer silbernen Rüstung. Wupp, wupp. Luftmufti. Verstummt ist er. Danke, darauf habe ich gewartet. Okay, David. Dann bist du nur noch mit dem Eulenbär, ne? Ja. Du passt aber auf das Fass da auf, ne? Ja, ja. Sonst macht es da ganz schnell Peng. Oh Junge. Er macht lieber den Gedankenschinder, der ist, der, die sind, die haben ja wirklich was drauf. Ja, ja, die können gut austeilen. Er kriegt Schelle und steht auf. Kriegt noch eine und geht drauf und goodbye. So soll es sein. Ha! 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 Ruhig zusammen. Alter! Okay, kritischer Treffer, heftig. Gib mir erstmal einen Crit, der Junge. So, der Jusen ist dran. Dann gucken wir erstmal, was Jusen macht. Gucken wir uns. Ich kann, heißt das. Der kann mich nicht bewegen. Gucken wir uns erstmal Jusen seinem Ding an. Jusen, bevor du den Typen vor dir weghaust, wart erstmal auf Pilar, ob der den vielleicht treffen kann, weil der kann sich nicht bewegen. Und vielleicht auf den großen Haus, sag ich mal. Ja. Okay, Pyldorus, dann tu das, yo. Schalin ist auch mit dran. Ja, ganz entspannt. Ich guck erstmal, was der Imperator macht, dann gucken wir dir zu und dann machen wir meinen Zug. Ei, ei, Captain. Mal alles mitnehmen hier. Die haben so recht. Denn überhaupt so schlau. Ab 18 Meter geht? Nahkampf? Eigentlich nur Telekinese. Komme ich da ran? Oh, zwei, ja, würde ich rankommen. Okay. Was haben wir hier drüben noch? Lalalalalong. Oh, krass. Aber das sollte ich mir aufheben, bis das Nessa-Hören kommt. Das sind die Steine, die hat er als Bonusaktion, weil du die ihm ja gegeben hattest, Alex. Mhm. Na, als und, Bonusaktion, dann, wenn die nicht weggehen, dann kannst du die als Bonusaktion ja wirken. Was für nee, ist nur eine Aktion. Ja, naja, dann. Kannst du die doch jedes Mal. Des 9. Grades, Alter. Ja, ja. Fokussiere die Magie der Steine, um die Krone von Kasus zu kontrollieren und das Nessa-Hirn zu beherrschen. Die Zauberwirkung muss diesen Zauber bis zu einer nächsten. Achso, dann kannst du jetzt aber, glaube ich, nichts mehr machen. Fokussieren. Dann fokussierst du dich jetzt nur noch. Richtig, richtig. Ja, das werde ich. Das mache ich nicht. No. Mal hier auf X drücken. Na, dann hau den mit Telekinese und der. Was anderes kann ich leider gar nicht machen. Weil verlangsamen bringt nichts, da treffe ich bloß ein. Wenn ich da aber 6 treffen kann, will ich auch schon mindestens 5 Leute da zu stehen haben. Ja. Dann versuch mal Telekinese. Ja, und dann gucken wir mal. Nee. Hä? Na, den ging's doch noch.
ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Ach so, der fragt dich jetzt, wo du ihn hinschmeißen willst. Hinschmeißen auf den anderen, auf den Fetten. Aber greift er ihn dann auch an? Weiß ich nicht. Ach nee, Telekinese werf ich ihn ja nur. Ja, du wirfst ihn woanders hin, genau. Und jetzt kannst du ihn halt hinwerfen, wo du willst. Also werfen zu dem Dicken. Ich könnte ihn ins Feuer werfen. Ja, na, oder Richtung den Dicken und dann schmeißt Jusen seinen Stab dahin. Dann hat er die beide zusammen. Oder? Bis wohin komme ich denn, wenn ich einen schubse? Maximal bis da. Daneben? Ich könnte ihn direkt ins Feuer schubsen, das wäre kein Thema. Aber ich würde eh erst den Schinder nehmen, bevor ich auf den Dicken gehe. Dann schmeißen ins Feuer und dann geht Jusen auf den ins Feuer. Okay, hat nicht so gut funktioniert, obwohl ich direkt aufs Feuer geklickt habe. Ja, aber er liegt jetzt so und jetzt kann Jusen ihn auf jeden Fall dick wegklatschen. Na Judith. Pieks ihn in was auch immer, in die Tentakeln. Musst du dazu epische Sprüche ausdenken, Jusen. Heute gibt's Tentakelspieße. Ja gut, das konnte ich gerade irgendwie nicht schimmer. Schade. Oh. Okay. Egal. Bascholinchen durch, oder? Ich könnte Taten dran machen, oder wollen wir noch warten? Damit kannst du noch warten. Okay. Dann mach ich jetzt. Ja, so weit weg. Die Beten hast du ja da. Achso, bei dir steht keiner mehr, war David? Die stehen jetzt alle bei mir, ne? Bei mir ist noch einer, oder? Nee, den hast du ja weggejagt. Hast du ah, stimmt, der ist weggerannt, ja. Ja, stimmt. Der steht neben Alex jetzt direkt. Genau, unter mir sind nur noch die beiden Gehirne, aber da sind auch die beiden Zwerge. Das sollte nicht das Problem sein. Und dann haben wir da hinten noch die beiden. Und dann war das alles. Ja, und halt die Zauberin in der Ecke noch. Und das dicke Ding. Hä? Wo ist denn hier die? Da. Ne. Ein Schachschaulin dreht sich im Kreise, ganz still und stumm. Kehr ihn nicht den Rücken zu, das wäre dumm. Ist so. Er schlachtet sie gleich ab. Wenn was anderes passiert, wär's doch gelacht. Also gib lieber 8. Heute Nacht. Okay. Ist der erste Fall. Die anderen drei stehen genau in einer Linie, oder was? Oder sind das bloß zwei? Sieht man nicht wegen dem fetten Oger. Nee, da steht der andere. Ach Mist. Geht die Bonusaktion. Eigentlich gesehen. Na klar, okay. Komm doch runter mit hoch. Okay. Na ja klar. Na komm, wieder, na komm, genau, hau ruf, ist klar. Wie, wieso hat er meine Stärke weggemacht, der Bastard? Mann, aus kann David. Der Bastard. Alex, weißt du, was das bedeutet? Ich muss leider. Oh, die anderen kommen unten oder einer zum Beispiel. Leider das Fass anzünden. Oh. Ich hätte das, dass du dich fürs Team opferst. Das wäre nicht das erste Mal, sagen wir so. Naja, mach mal. Kannst du jetzt was gegen die Olle da machen? Verdrehte Ranken. Oh, weil er ist aufgestanden, Jusen. Aber er ist ja verängstigt, der macht nichts. Ah, okay. Er hat Angst, wenn so ein Halbblock hinter ihm steht. Nice. 4 ist tot. Alter, hat sich aber gewindet wie ein Fisch gerade beim Sterben. Die wollte Tänzerin werden eigentlich. Ja, glaube ich auch. Bei mir ist da nur noch eine Blutpfütze. Einfach geplatzt.
Haha. Fehlschlag. Haha. Alle Fehlschlag. Die Zwerge kriegen nicht aufs Maul. Na. Zwergenpower. So, ja. Was mache ich denn? Was jutet? Du könntest den Inquisitor angreifen. Der vor dir steht? Nee, der vor dir steht da, die Treppe hoch. Achso, ja, die Zauberrolle, ja. Genau. Oder was der doch mal ist. Haut ruf da. Weil die hat nächste Woche Geburtstag, hat aber dich nicht eingeladen. Also, das würde ich mich. Ja, würde ich so nicht auf mich sitzen lassen, Alter. Ja, verstehe ich. Also, da musst du jetzt mal ein bisschen was auspacken, Peiner. Ja, das ist aber nur, weil du mit dem anderen Tentakeltyp mir schlafen hast. Der hat vorher mit ihr geschlafen. Die Gründe sind egal. Die Tatsache ist, er ist nicht eingeladen, so. Jetzt bin ich echt sauer. Wollte ja nur die Hintergrundfeder auflösen, weißt du, für die Zuschauer. Die hätte man auch im Manga nachlesen können, alles klar. Ah, Mann, 60%, bitte treff. Sehr nice. Gut, 78. Meine Lieblingszahl, was für ein Zufall, Leute. Es musste so sein. Ja. Haha. Hier ist noch bezaubert von dir, Dicker. Nice. Yes, ja. Ey, kritischer Fehlschlag. Nice. Eine Chance. Nice, noch einen Schaden gekriegt. So, geht's leider um. David, hau's um! 12 hat sie nur noch. Guck, ob das nicht schief geht. Wegen die Keule! Es geht schief! Sehr gut, tot. Sehr schön. So, können wir jetzt alle nach unten gehen? Sind's ja gar nicht mehr so viele jetzt. Nee. Das Pluszeichen ist rechts weg, cool. Wenn die ganzen 4 kleinen Hirne noch weg sind, ist echt nur noch wenig. Ja, na, den Gedanken schön, dann macht Jusen jetzt so fertig. Wo ist diese 2 kleinen Goblins? Ja. Der dicke Gedankenschinder, der komische andere Zauberdude und halt der. Machst du den Inquisitor tot, David? Der wäre als nächstes dran. Dann kann ich auf den Beobachter. Oh, ich hatte kurz Angst, dass David jetzt das Fass irgendwie angreift. Ist aber nur ein Ölfass. Da sind die Hirne noch. Ah, okay. Unter der Leiche, David. Also, solange du nicht mit Feuer angreifst, ist alles gut. Das hab ich gar nicht gesehen, so eine Scheiße. Ist ja nicht schlimm. Hä? Oh. Mann, warum läuft der denn die ganze Zeit? Na, weil du so dick bist. Ja, aber es zeigt er mir nicht an, dass ich laufe. Achso, Alex, du bist ja. Achso, ich kann sogar nochmal angreifen. Ich bin jetzt auch dran. So, Jusen, den hast du gekillt. Ja. Naja, dann mach doch ein Gehirn neben dir weg oder so. Nochmal angreifen. Ja, ich versuch's ja gerade anzugreifen. Und dann klick oben in die Leiste. Ja, ich such doch gerade das richtige Gehirn. Die letzten von den 4. Die beiden, die angefrackt sind. Ja. Ja, ist ja nicht so schwer. Aua? Würdest du bitte nicht hier hochwerfen? Ja, nicht hier hochwerfen, bitte. Ah, okay. Also sein Stab macht immer noch AOE-Schaden. Ja, der macht AOE-Damage. Jetzt sind die beiden Gehirne weg, jetzt kann sich bewegen. Kann ich nicht mehr, ich habe nicht genug Bewegungsrate, um den anzugreifen. Warum denn? Der steht genau vor mir. Alex? Nee, ja? Kannst du dich noch ein Stück zur Seite bewegen, also Richtung Ogre? Ach, Jusen, warum bist du denn jetzt hochgekommen? Warum denn nicht? Warum störe ich denn hier? Ja, weil David wahrscheinlich gerade springen wollte. Nee, Nein, David, spring nicht! Hast du noch so viele gute Jahre vor dir? Nee, scheiße, ich hab. Jetzt sag doch nicht umsonst, dass ich ein Stück zur Seite gehen soll. Ist egal. Er sagt mir jetzt, ich hab nicht mehr genug Bewegungsrate, obwohl ich ihn gerade eben hätte noch angreifen können. Wir hätten jetzt so oder so nicht springen können. Ja, weil du jetzt da stehst, ja. Nee, weil er keine Bewegungsrate hat, kann er nicht springen. Ja, ja. Bist du doof? Nee. Habt euch lieb. Nee. Ja, doch, ist aber so, ohne Bewegungsrate kannst du nicht springen. Das ist nicht seid ihr beide doof. Das weißt du doch gar nicht, vielleicht hätte er ja gekonnt. Erstmal ist er gleich tot, also von daher. 78, Alex. Oh. Bei plant. Ja. Ganz genau ausgerechnet und mit viel Glück. Weiß und Spucke. Mach einen Tod, Jusen! 18! Oh, das hat bloß einen abgezogen, das ist nicht gut.
Davor auch schon ein bisschen abgezogen, Dicky. Hab mich schon zweimal angegriffen. Ja, aber sollst du ihn töten? Geh den gerade nicht. Ist schon tot. Er wollte weg. Gelegenheitsangriff. Bam. It's Hammer Time? Ja. David? Haut sie weg da unten. Ich überleg bloß, welchen Angriff wir machen. Mach den Zwergen Ehre. Ja, nimm doch hier den Niederstrecker. Hat er. Sengendes Niederschrecken hat er gemacht. Ja, das war ich. Achso. Kritischer Fehlschlag. Warte, ich geh noch ein Stück von dir weg. Oh Mann. Oh. Aber der Kreis war doch gar nicht an dich dran. Na doch, guck doch! Oh Mann. Nein, er war nicht an dich dran. Ja, stimmt. Ja, er war nicht an dich dran, wo du da gerade vorstandest. Keine Ahnung. Dummes Spiel. Nee, Quatsch. Ich liebe dich, Baldur's Gate. Das hört natürlich, ich schwöre. Jetzt rennst du doch wieder zurück. Ja, wir halt Goblins. Immer im Hintergrund lauern. Kleinen Schweine, die. Naja, hier oben ist ja jetzt eigentlich nichts mehr, wa? Kann ich mich ja eigentlich schon mal so weit teleportieren, wie ich komme. Ja, dann gehen wir in die nächste Instanz hier. Mal gucken. Geht weiter hier. Vom Battle zu Battle, Alter. Me. Ist ja die Frage. Geht dann, glaube ich, nach rechts weiter, ne? Lass doch erst mal den Kampf beenden. Okay. Richtig tighter Sprung, David. Sehr gut. Jetzt sind wir alle dran. Da ist noch ein 7er und da ist ein 12er. Okay, den treffe ich natürlich nicht. Der Golem bleibe ich hier stehen. Bam. Der ist tot. Hier oben ist auch keiner mehr. Okay. Na gut. Achso, ist noch ein Gehirn. Ja, ein Gedankenschändler unten bei dem komischen Vieh da unten. Oh, okay, dann. Können wir jetzt alle beenden, bis der Zwerg dran ist und dann haut der Zwerg da einfach drauf. Okay. Macht ja jetzt keinen Sinn hier groß rumzuspielen. Okay, lange rumzufackeln. David, mach das. Gut. Klar. Weil aber noch dran. David musste ja jetzt runterspringen. Gab eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Nee. Ist ja nicht, dass Pfeiler nicht dran, noch dran ist. So. Looten tun wir ja jetzt nicht groß, ne? Brauchen wir ja nicht. Außer die haben was jutet bei. Die Gedankenschöner, die haben diese Juwelen bei. Oh, hier ist ein Heiltrank. Den nehme ich mit. Ich jetzt Schaden? Ja. War hier oben noch einer? Den haben wir noch gekillt. Da muss ich noch hin. Didip, didip. Okay. Wie gesagt, aber looten müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr so, Leute, ne? Nicht wirklich. Wir haben die geilsten Waffen bis jetzt. Bis ins Tränke und sowas, aber bis jetzt wirklich jede Leiche wegen. Wahrscheinlichkeit, Tränke zu finden. Nebel gewesen. Vielleicht ist auch ein guter Zauberspruch mit dabei. Wir haben doch hier noch gute Zaubersprüche schon. Und ich brauche eh keine. Da habe ich auch nicht geredet. Ich habe mal einen Hebel gezogen. Okay. Und, wer hat das angefühlt? Okay, hier ist eine Tür, die ich nicht knacken kann. Oh, okay. Kann sein, dass es hier irgendwo ein Schlüssel ist. Ja, vielleicht hat er einen Schlüssel, ja, aber. Gab da vorne die Tür schon aufgemacht? Dann müssen wir ja, da weiter. Davor. Genau. Ja, denke auch. Jo.
Das war nicht ich. Ah, das war ich. Sorry. Ne, das Speichern. Hirnstamm. Achso, das war ein Silberteller. Sah aus wie so ein Stein. Man kann mit dem Hirnstein interagieren, soll ich mal machen? Steck ihn rein, Josi. Alter! Okay, wir sollten die Dinger nicht berühren. Sind nicht so gut. Good vibrations. Nee. Okay. Oh, ein Zaubersprung. Hier oben ist ein Gegner. Ja, alles klar. Oh. Das okay. Gehören, ja. Nee. Hello there. Was geht ab? Alter, 10.000. Alter, ich bin übelst weit hinten. Hab ich dafür einen coolen Spruch gekriegt. Fleisch zu Stein. Oh, der hört sich ja geil an. Wo ist denn das? Nautilus. Ja, wir müssen erstmal hoch zu Shaolin. Alter, da sind ganz komische Zeichen auf dem Boden. Ich glaube, das explodiert. Man kann halt auch in die andere Richtung lang gehen, ne? Ich glaube, das Schiff ist über uns. Nee, das ist dieser Nautiloide, der hier. Das, also das, wo mit dem User da geredet hat. Das gleiche, was Alex auf seiner Seite hat, hat man auch noch auf der anderen. Da. Direkt vor uns. Wenn du draufklickst, dann wird der da angezeigt. Wollen wir uns aufteilen oder nicht? Ich glaube, wir müssen. Alex ist ja jetzt rechts hochlaufen. Ich glaube, wir müssen bei Alex. Achso, nee, wir können auch links hochlaufen. Wir müssen nach oben auf jeden Fall. Ja, jetzt kommen wir auch. Also. Das ist jetzt bloß die Frage. Aber links sind auch Gegner. Ja, natürlich. Na, dann geh ich mit Alex und ihr geht auf die andere Seite. Oder nicht? Ach, dann gehen wir nach links. Jo. Okay. Direkt vor die Tür, das hinfliegen. Ah, nee. Achso, kommen wir nicht hin. Ich kann mich nicht so weit bewegen. Also wenn wir nicht im Kampf sind, können wir uns erstmal bewegen. Oh, ich kann die da oben. Ich versuch. Alex, bist du zu hoch zu den beiden? Ah nee, wenn ich den Sturm mache, kann ich den nicht wieder auflösen. Dann müssen wir da durchlaufen. Das ist glaube ich kacke. Dann hau ich nur den Kleinen hier unten weg. Ja, mach mal weg. Ich kann die Beschwörerin da vielleicht schon mal wegkitzeln. Weiß ich aber nicht. Komm mal mit allen nachgerückt, Yuzi. Ja, cool. Wie gesagt, den Gegner habe ich schon weggekillt, war nur ein 21er. Ja, aber wir gucken mal, was noch kommt. Ja, aber ich beende und geh mal kurz Pipi machen, bis gleich. Mach das. Ich könnte mit einem großen Sprung vorne das kleine Gehirn noch wegmachen. Ja, warte kurz. Warte kurz, bevor du das machst. Twitch das immer hin und her. Und durch bei David. So. Okay. Jetzt kannst du. Und springen! Wie Superman. Mann, warum switcht denn nicht immer? Das sah voll lustig aus. Kann man hier unten gehen, da kann man mich vielleicht nicht treffen. Hier ist noch ein Gehirn. Was? Ah, nice. Die ist. Entweder wurde die übersprungen oder. Die sind jetzt danach dran. Bäm! Hat sie gedacht, wa? Ja. Und da bunten die Scheiße. Hä, warum kann ich keinen Gelegenheitsangriff machen? Was mir gerade mal auffällt, hatte ich das überhaupt richtig eingestellt? Alter! 49. Oh, der Nautiloide. Oh, der kann schießen. Ja. Alter, Nautiloiden-Luftschlag. Ah, dein Holzdings steht genau drinne. Alter, der ist. Ach, jetzt sind die Kreise auf dem Boden. Ja, sag ich doch. Ich dachte, die explodieren, aber anscheinend sind das Schüsse von oben. Okay. Alter. Das war nicht sehr clever. Boah, und da ist irgendwas gespawnt. Was ist spawned? Oder? Dein Bäumchen ist down. Oh, scheiße. Mich trifft so. War nicht so ne, erst. Ja, klar. Kommt Ball auf mich. Alter.
Alter! Ja, genau. Jetzt sind hier alle weg. Alter. Okay. Ja, sollten wir doch umdrehen? Rastet da. Ne? Wieso? Warum willst du jetzt umdrehen? Ja, genau, wo willst du denn hin? Na, euch helfen. Was? Nee. Ach so, meinst du das? Alles wir müssen aber hier ein Schloss knacken, leider, ja. Kümmert euch mal um eure Abteilung da drüben. Wir müssen ein Schloss knacken. Ja. Dann mache ich das. Hab ich gehört. Ich muss mir erstmal heilen, ja. Kann ich mir kurz mal ein paar Schlossknackdinger nehmen? Ja, ne, mach. Wäre cool, wenn du nicht alle nimmst, aber ja. Ich muss kurz überlegen, wie nochmal hier teilen war. Na warte, ich kann die aufteilen. Hab ich schon alles gemacht. Okay. Ich nehme jetzt mal 6 und probier's, ja. Ja, hau rein. Kannst du dich noch neben die stellen, David? Komm aber nicht mehr hoch, ne. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, pass auf, hier ist noch ein Kreis hier, ne? Der schießt als nächstes. Versuch alle ja, so ja, rauszuziehen. Ja, bei dir, genau. Ich bleib ja. Hier unten an der Elfer an der Ecke, da trifft mich der Kreis. Ne? Naja, weiß ich nicht. Sehr gut, Jusi. Wie weißt du nicht, ich stehe außerhalb des Kreises. Das ist beim ersten Wurf, Beilerus. Ja, also David, aber das Spiel ist interaktiv. Auch wenn du da so ein bisschen dran stehst, es hat ja trotzdem einen Radius. Haben wir ja gerade gemerkt bei Peiler. Also, wenn du da auch nur einen Millimeter daneben stehst, dann kriegst du trotzdem ab. Hast du denn ja vorne weggeht, Peiler? Kann nichts mehr machen. Außerhalb bei mir vom Kreis. Scheiße. Aber gut, ich kann nicht. Ich kann mich noch ein bisschen bewegen nach gerade. Ich kann mich noch ein bisschen bewegen geradeaus. Warte, welchen den da vorne, ja? Ja, genau. Da unten ist auch ein Kreis, ne? Und versuch auf jeden Fall aus dem Kreis zu kommen, Peiler. Wenn's geht. Ich habe keinen Fernkampf, tut mir leid, Digi. Kein Ding, komm aus dem Kreis, wenn's geht. Komm aus dem Kreis. Bin noch aus dem Kreis. Okay, sehr gut. Und dein richtiges Ich? Nicht? Der ist noch ja, irgendwie am Kreis. Ja, der steht doch daneben. Nee. Ja, du bist ziemlich nah. Der Kreis ist hinter mir. Nein, es gibt noch einen anderen Kreis neben dir direkt. Hinter dir. Bei dir direkt eigentlich. Du bist ziemlich nah am Rand. Ja, scheiße, mein Luft. Kann aber mich nicht weiter bewegen, glaube ich, warte. Dann lass gucken noch kurz. Doch, ich kann noch. Na gut, dann geh erstmal da weg. Ich hoffe erstmal safe. Danke fürs Bescheid sagen. So, kein Ding, Ding. Unsere Gruppe muss überleben, scheiß auf die andere Gruppe. Wieso? Wieso ist denn die nicht runtergefallen? Ach Mist. Nur mein Zwerg, der braucht ein bisschen. Froh, also sind alle schon mal hier. Na klar, macht einen kritischen Treffer. Aber nur 4 Schaden, Alter. Was ist denn das für ein kritischer Treffer? Hat der mich hab ja, ich ja Level 1 gemacht. Ja, trotzdem 4 Schaden. Ja, okay, aber als kritischen Treffer willst du es jetzt nicht unbedingt sehen. No. Dann passt auf, dass er da nicht in einem Kreis steht, ne? Ja, ja. Mein Bestes getan. Okay. Jetzt spurten dahinter 6 Gehirn. Die kommen alle hinterher. Ja. Alter. Oh, und jetzt ballern sie noch auf uns mit ihren Flachs. Ja, deswegen diese... Haha! Finde ich schon mal sehr die gut. Gehirne getötet, sehr gut. Müssen halt auch aufpassen, wo sie stehen, ne? Also... Scheiße. Ich war's mit meinem Lufttypi. War aber auch anders betäubt war, dann konnte ich die Runde nicht bewegen. Oh, das ist halt so, ne? Alter. Okay, da kommen auch noch mehr Gegner. Da sind Schilder und 2 Säuretypen. Ja. So. Pass auf, mit Riposte einen Überlegenheitswürfel, ne, Jusen? Du heb dir das lieber für was Gutes auf. Ja, ja, ich mach bezaubern. Ja. Okay, dann kill ich mal Peter kurz weg hier. Mhm. Ja, nice, ich kann da hochspringen. Kannst du John Boy neben mir auch noch killen? Ja, aber ich stehe halt mitten im Feuer, ne? Achso, da ist auch noch so ein. Kannst du da danach nicht noch hochlaufen? Ja, doch, doch, doch. Alles cool. Okay, also, kleiner Mann. Kill den mal weg, dann kann ich mich bewegen. Danke.
Okay, dann gehen wir erstmal hier oben safe hin, glaube ich. Hier ist wirklich safe. Mann, Alter, ich. Ah, wir können hier auch hochspringen, dann geht's weiter hoch. Wir müssen ja noch ganz oben, oder? Wir müssen noch ganz oben, ja. Okay. Können zwar auch fliegen, aber drauf geschissen. Oh ja. David, kannst du dich noch mehr bewegen? Ja, ich habe aber aus Versehen gerade mein Dings weggemacht. Muss mal eben kurz meinen Boden wiederholen. Kurze Frage an die Gruppe: Tatendrang? Darf ich das einmal machen? Nee, okay. Nee, brauchst du nicht. Nicht hier. Macht sie das nicht? Weil ich könnte jetzt den Speer so gut werfen zu dieser Dreiergruppe da oben, den Gedankenschänder und so. Aber gut. Häng ich hier einfach in der Ecke fest oder was ist hier gerade los? Ich muss hoffen, dass mich hier jetzt nichts trifft. Ich kann mich leider nicht weiter bewegen. Da kannst du nicht fliegen? Auch nicht mit Sporten? Doch, ich hänge aber. Das ist ein Bug gerade. Ich hab's gerade schon öfters gedrückt und hab in die Ecke gedrückt. Ich hänge hier so. Wenn du das fliegen, dann beweg dich erstmal. Nee, ich kam ja gerade aus der Ecke, aber ich kann da nicht mehr hinlaufen. Er sagt bei allem, ich bin zu fett und kann nirgendwo mehr hinlaufen. Achso, naja, warte, dann. Ich stehe wahrscheinlich. Ja, ich stehe hier im Weg, warte kurz. Nee, ich kann nicht an dir vorbeilaufen. So viel Laufgeschwindigkeit habe ich auch nicht mehr. Ich bin ja hier hochgesprungen. Das hat schon Laufen. Na, und wenn du sportest? Habe ich ja schon. Aber ich komme nicht an dir vorbei. Oh, ich habe mich freigebürgt. Ja, das okay, ist sehr gut. Der sicherste Spot für mich. Ja, das sage ich doch, dass du nicht an mir vorbeikommst, weil wir noch in der Tür stehen. Du bist zu fett, um an uns vorbeizulaufen. Nein, ich habe nicht genug Bewegungsrate dafür. Jetzt bugge ich wieder in der Luft. Hier sind ja zwei Kreise. Ich würde immer in einem Kreis drinne stehen. Kann ich muss nicht stehen bleiben. Wenn du versuchst hochzuspringen, Dicker. Wenn Fliegen nicht geht, dann springen. Aber mit Fliegen würde ich viel weiterkommen. Ja, drauf geschissen, auf so, du springst, kommst hoch langsam. Ach, das ist ja noch eine vergoldete Truhe, hab ich noch gar nicht gesehen. Ach, fuck. Shaolin! Und jetzt das andere weiß ich nicht, ob das besser ist. Der wurde mir nicht angezeigt. Nee, da spawnen gleich welche. Achso. Naja, gut, aber ist die Frage, ob du Schaden kriegst, wenn du drin bist. Ja, keine Ahnung. Hey, danke. Oder wo du weniger Schaden bekommst. Springen geht auch nicht. Aber pass auf, da sind die Säure-Dinger. Ja, ich weiß, was soll ich machen? Hochgehen tun die ja sowieso. Aber so nehmen die den Gedankenschinder vielleicht noch mit. Alter, mein letzter Vorschlag ist, nimm einen Teleportationspfeil. Ich weiß nicht, wie viele wir noch haben, aber nimm den, wenn du nicht hochkommst. Oder warte halt eine Runde. Bis ja, jetzt. Du stehst auch sicher. Ja, deswegen, also bis jetzt ist alles gut eigentlich. Ich verstehe, also ich finde gerade, dass ich konnte hier auch gerade noch die Schriftrolle des Federfalls machen, die hat gerade noch geleuchtet, jetzt wo ich draufgeklickt habe, kann ich sie nicht mehr machen. Das oh, hinter der Tür ist hier gerade hart verbuggt. Ja, ich weiß, da will ich ja hin. Ja, dann beende erstmal Pfeiler sicherheitshalber. Da will ich ja rankommen, weißt du, deswegen tun mir die Säure-Dinger jetzt auch nicht so weh, weil in nächster Runde komme ich da ran, weißt du, kann ja, ich mich okay. Komplett hochheilen. Wenn es sich nicht one-shottet, aber... Naja, das glaube ich jetzt nicht, also... Also ich hoffe es. Fragen wir mal so. Wir hoffen es mal. Ja. Okay. Nicht mal die Schriftrolle ging. Okay, ich mach nichts mehr. Aber Federfall ist doch nicht mit Extrasprung, oder? Nee, Federfall ist nur, dass du keinen Fallschaden kriegst. Ja, deswegen, warum hast du das getan? Ist egal, bei einer... Als ich gefallen wäre. Achso. Jetzt musst du noch deinen komischen Illuminaten da mitnehmen. Oh, und den Kampfzwerg. Ja, bei denen klappt's wieder. Ja, vielleicht ist doch einfach keine Ahnung. Vielleicht war deine Bewegungsrate doch einfach zu Ende, Pyler. Das war sie nicht. Okay. Ich konnte die ganze Zeit auf der Stelle hin und her laufen. Ich hätte noch über 10 Meter laufen oder fliegen können und deswegen wollte ich da rüber. Aber es hat die ganze Zeit, wie gesagt, es ist buggy hier bei mir. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht überhaupt da hochkomme. Ja, wir wir werden es ja sehen, nächste Runde. Alles genau. Gut. Wie gesagt, Hauptsache, du bist nicht im Kreis und alles. Ich weiß gar nicht, wenn ich mitkämpfen und mich hier unten warten müssen. Egal, das ist doch nur eine Runde. Ist doch nicht so, dass wir jetzt das ganze Spiel, dass du nie gekämpft hast. Alles gut. Und du kämpfst doch mit deinen Pokebälle. Pokebällen? Ja. Ich gleich Pokebälle.
Heiler fühlt sich in dem Spiel einfach. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ja, das ist es gerade. Das ist es gerade. So, jetzt geh hoch und mach den Gedankenschinder tot. Achso. Ja, was ist das? Nee, ist ein Gedankenschinder, hast recht. Ist ein Gedankenschinder, ja. Der kann sich wohl nicht entscheiden, was er machen soll. Oder er sieht dich einfach nicht. Du hast dich geduckt, er guckt so über dich drüber. Hm, ja. Wo ist er denn? Er überlegt jetzt, wer zu David kommt. Die kleine Ratte. Achso, nee, erst die Gehirne. Ah, okay, der will ja nichts machen, der Typ. War nicht schlecht. Tatsache. Der überlegt sich, der sieht dich nicht. Der guckt über dich drüber und sieht dich nicht. Siehst du, da hat mich nichts getroffen. Hast du gerade gesehen? Ich hab keinen Schaden gekriegt. Wollte gerade sein, dass du ausrutscht in dem Öl. Cheetah, Cheetah. Mich hat einfach nichts getroffen. Alter. Ja, da kommt Verstärkung. Okay. Ja, nice, Alter. Den Gedankenschinder haben sie fast umgebracht. Ja, David. Wie sieht's da bei dir aus? Ich kann hier, könnte hier durchlaufen und auf die drei springen. Wo bist du? Du bist weitergelaufen. Ich bin weiter oben, ja. Aber pass auf, bei denen ist direkt ein Kreis, ne? Davor, ja, aber ich kann ja da. Ja, ja, ich sag's nur. Also dann töte ich den hier, oder, weiß nicht, ich mach die drei unten platt. Nee, also mein Plan ist eigentlich, bis zu dir zu laufen, dann runter zu fliegen. Zu dem Schinder, der gerade gespawnt wurde. Da, ja, den, David hin, den macht doch David. Alles gut. Okay. Ja, dann töte den vor dir. Na, ist ja die Frage, ob du hinkriegst, den zu töten. Würde ich hinkriegen, ja. Weil dann mach ich jetzt einfach Rückzug. Und lauf schon mal da durch die Tür. Dann mach Rückzug, lauf durch die Tür, dann kann ich auch den Speer werfen und vielleicht gebe ich hier nochmal extra Schaden. Oder soll ich zuerst das machen? Nee. Ja, lass mich bitte erstmal weg, bevor du da irgendwas wirfst. Ja. Hol die Pisse mal, ohne Witz, Alter, ich kann gar nichts machen. Oh, du bist schon. Okay, ich hab dir das geskippt. Okay, ich hab's. Cutscene? Ja, ich hab auch Cutscene. Ja, wir alle. Ja. Wegen Schaulinchen. Ja, ich bin zum Gehirn gekommen. Okay, jetzt sind alle Gegner und das Gehirn noch da, oder? Nee, zu diesem Luftschiff bist du gekommen. Ist ja nur das Luftschiff, nicht das Gehirn. Na ja, da, zu dem Gehirn noch. Achso. Genau genommen zu dem Hirn. Ja, stimmt. Niemals. Der große Plan? Digga, du bist der große Plan. Obwohl du so klein bist. Ich hab einen großen Plan in der Hose. Willst du den mal lesen? Oh, schön. Wir sind einfach bei euch. Nice. Ja. Danke, Spiel. So, danke. Warte, einmal. Oh, man kann sich hier heilen. Geil. Ja, so. Alle geheilt. Schön. Haben wir noch eine Schriftrolle Beistand oder sowas? Heiler? Ach du heilige Scheiße, Beistand. Ja, ich habe ein paar viele Schriftrollen. Ja, warte, ich guck gerade auch durch. Toten sprechen. Oh ja, dann guck du. Das muss so eine normale Schriftrolle sein. Rascher Rückzug? Nein. Tote beleben? Nein. Gute Bären? Nee. Sowas wie... Leute, ich habe 4 Engelstrank-Tränke, also Engelschlaftränke. Wollen wir die nehmen? Wieder eins? Ja, aber nur 2 Runden und hier die 2 Runden gehen ja schnell vorbei. Wir sind ja nicht im Kampf. Na, ich brauche den nicht. Ich habe alles voll. Also ich habe ja keine Zauber oder sowas. Ja, ich habe auch alles voll, also von daher. Aber ich dachte, du vielleicht bestimmte Special Attacks oder so. Ja, Pyla hat ja... Ich hab gar nichts gemacht! Wir haben gerade eine lange Rast gemacht. Achso, es war eine lange Rast, okay, chillig. Ja. Ne, Beistand haben wir leider nicht, schade. Aber vielleicht nochmal. Vielleicht in der Truhe im Lager? Ne. Also ich habe da keine Schriftrollen.
Müssen wir das jetzt anquatschen, das Tier? Oder? Ich weiß es nicht. Achso, ich könnte ja, ich bin ja Dings, ich könnte jetzt alle meine Viecher wieder spawnen. Warte, was jetzt machst du da? War. Du wirfst den ersten Scheiß weg. Warte, ich mach mal so. Bist du überladen oder was, Peiler? Nö, aber ist ja kacke. Das habe ich vorhin aus Versehen eingesammelt. Ja, ist doch egal, soll nicht überladen, du brauchst jetzt doch nicht hier zu. Naja, aber vielleicht braucht er ja den Platz noch, ist doch nicht schlimm. Das brauchen wir doch da alle nicht mehr. Soll ich mir noch einen Gehilfen mehr rufen? Na dann, alle Gehilfen, obwohl deine Gehilfen leben noch, warum sind meine... Na, obwohl, nee, sind alle gestorben, ne, stimmt. Ja, ja, die waren doch im, die haben ihr Leben gelassen, damit wir leben dürfen. Ja. Mein Problem ist, ich müsste meinen Stufe 6 Zauber dafür opfern und das ist halt scheiße. Nee, Peiler, brauchst du nichts rufen, alles gut. Heb den Ach, Stufe 6 Zauber aus, ja. Aber es ist doch hier der Einkampf jetzt zueinander, oder? Meint ihr nicht? Ja, aber der, aber seine Stufe 6 Zauber sind, glaube ich, wirksamer, als wenn er jetzt einen Gehilfen ruft. Ja, und so. Ich habe nur einen, aber ich kann ihn auch durch die Arkane Batterie ein zweites Mal wirken, aber nur zweimal hintereinander. Der wird also, wenn ich was anderes bitte. Wirke, geht es halt schon. Nicht. Ich muss den halt wirklich einmal wirken und kann durch die Batterie gleich dann nochmal. Ja, und überleg mal, wenn du zweimal eine Feuerwand wirkst oder irgendwas anderes, Eiswand oder so, das wäre ja schon hardcore. Haben alle dabei. Ja, das wäre hardcore. Na, mal schauen. So. Das wäre hardcore, oder? Das wäre richtig hardcore. Ich gehe jetzt erstmal pissen. Alter. Okay, cool. So, cool dann cool, machen wir jetzt ein kurzes Päuschen, Leute. Ja, dann genau. Hochpinkeln und mal eine rochen. Kurze Pause. Und dann hören wir, sehen wir uns hier. Kurze Pause, kurze Pause, ja. Der Werbejingle. Wieso bist du noch da? Ja. Wieso fragst du? Weil du jetzt alleine bist. Oh nein, gehst du jetzt auch weg? Gehen sie jetzt auch weg? Oder sind sie schon weg? Ah, ich hab dich verarscht. Ah, du brichst an. Ich hab ein kabelloses Headset. Du hast ein Headset, was kabellos ist, oder was? Ja, ich bin niemals weg, ich bin immer da. Du bist im, sozusagen im Nimmersland, oder was? Nee, oh, ich bin im Fegefeuer. Fegefeuer? Gefangen zwischen Tod und Lieb. Ja, nicht nur das. Da geht noch ein bisschen mehr ab im Fegefeuer. Zwischen Tod und Himmel. So war es. Oder Hölle, je nachdem. Zwischen Hölle und Himmel, ja, bist du. Wenn du es schaffst, aus dem Fegefeuer rauszukommen, kommst du in den Himmel. Wenn du es nicht schaffst, was sehr wahrscheinlich ist, also viele schaffen es, glaube ich, nicht, weil in dem Fegefeuer musst du die ganzen Schmerzen, die du anderen Menschen zugefügt hast, selber nochmal erleben. Das ist hart. Ach, das wär nicht viel. Ich würde das so wie Zorro tanken. Ja, gib mir die Bubble. Egal, glaube ich nicht. Nee. Das ist schon heftig. Es brennt ja auch die ganze Zeit, ne? Ja, aber ich habe doch nicht vielen Leuten wehgetan. Weißt du nicht, vielleicht emotional mit manchen hier und da Reaktion. Vielleicht hast du auch mal einen Käfer zertreten und das wird alles dazu gerechnet. Dein Käfer zertreten mir als Schmerz zugefügt, also werde ich dann zertreten oder? Nee, kann sein, ja. Nee, kann sein, ja. Nee, also du gehst, es kann sein, dass du den Schmerz des Zertretens dann mitkriegst. Ja. Egal, ich tank das trotzdem. Und das dabei brennend. Wieso werde ich brennend zertreten? Weil es immer noch Hölle ist, Mann. Es ist fege Feuer, nicht fege Relaxing Bar. Bitte entspannen Sie sich und trinken, nimm Sie einen Drink. Nee, du weißt es nicht. Es ist ja fege Feuer. Verstehst du? Und nicht fege Couch oder fege Netflix oder so. So ist es nicht. Es ist ja Dreck gesehen. Feuer. Weißt du? Also ist es ja eh immer heiß dabei. Das heißt, du brennst eh die ganze Zeit. Ah, ich mag jetzt nicht ab. Das war wirklich die Hölle. Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist dieser, glaube ich, diese kleine Lücke im System, wo du in den Himmel kommen könntest. Welche Lücke im System? Ja, dass du in den Himmel kommst. Ich sag mal, ins Fegefeuer kommst du ja nicht, weil du ein guter Mensch warst. So. Hättest du alles richtig gemacht, wärst du nicht im Fegefeuer. Also ich richtig. Glaub, ich erwache einfach so wie bei Matrix und werde dann einfach runtergespült ins Klo. Kann gut sein, ja. Ja, glaube ich auch.
Also ganz ehrlich, manchmal, wenn ich dich so quatschen höre, denke ich mir auch so, ja, kann man in der Toilette runterspülen, so, ja. Mhm. Nee, also da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Da muss ich sagen, kann man so auf jeden Fall sehen. Bin ich auch auf deiner Seite. Du bist auf meiner Seite? Frei, ja. Ein nice, Alter. Wir sind ein Duo. Können wir zusammen auftreten und singen. Was wollen wir denn singen? Sowas wie Schalalala, gute Laune. Pum 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 pum. Nicht gut? Kenn ich nicht das Lied. Das ist ja auch unser Lied, Dicker. Haben wir das erfunden? Also ich eher, ist halt immer so, der eine ist kreativ, der andere nimmt die Kohle. Du bist halt der die Kohle nimmt. Und ich bin halt der Kreative, so. Man muss nur unsere zwei Gesichter sehen, so, das reicht. Aber wer was macht, ist ja egal. Aber was soll ich denn mit der Kohle? Ausgeben, Spaß haben, das Leben leben. Geld macht auch nicht glücklich. Ja, aber es macht die ganze Scheiße ein bisschen erträglicher. Meinst du? Na klar. Kommen nicht mit mehr Geld auch mehr Probleme? Kommt drauf an, was du mit dem Geld machst. Wie gesagt, das Geld macht keine Probleme, nur der Mensch, der das Geld besitzt. Meinst du? Wie gesagt, wenn du zum Beispiel erst im Lotto gewinnen würdest und mega viel Geld hättest, die meisten würden sich einen Urlaub holen, dann noch vielleicht ein Haus, dies, das, jenes. Ja, aber am Ende des Jahres kommt immer noch immer etwas, was man nicht vergessen darf. Dann kommt die Steuer. Genau. Und das vergessen leider viele und dann haben sie auf jeden Fall ganz viel Schulden. Dann kommt das Finanzamt und dann das Vorbein. Genau. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lotto gewinnen würde, ich würde eigentlich nicht viel verändern. Ich würde trotzdem noch ganz normal weiterarbeiten, als hätte ich es gar nicht so. Vielleicht hier und da mal ein bisschen was gönnen, so, ja. Vielleicht mal ein Hoodie oder dies, das, jenes. Oder vielleicht mal cool essen gehen und so. Aber ich würde nicht. Ich glaube, ich würde mir Immobilien kaufen. Ne, wie gesagt, da musst du immer noch ein bisschen aufpassen wegen Steuern und so alles. Ich glaube, wenn ich ein, zwei Jahre erstmal noch entspannt bleibe und in einem Lotto gewinnen würde, dann wäre das Geld ein bisschen safer, als wenn ich das in einem Jahr komplett alles irgendwo hin investiere, vieles vielleicht auch den Bach runtergeht und sowas. Muss man aufpassen. Du darfst ja nicht alles investieren, Digga. Na, wie gesagt, die Hälfte mindestens nimmt sich das Finanzamt Ende des Jahres. So, wollen wir? Na, Shaolin ist doch noch gar nicht da. Entspann dich doch. Ach so. Was ist denn hier los, Tyler, jetzt? Na, Shaolin denkt sich so... Ich hab gar nichts gemacht! Echt? Gar nichts! Gar nichts! Halt, stopp! Oh, Junge! Jetzt waren wir noch auf Shaolinchen. David ist gerade Pipi machen. Ah, Shaolin ist da, okay. Aber jetzt war noch David. Was los ist, hättest du auch einen Button. Einen Button drücken können. Ja. David. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Mr. David. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Mr. Freeman. Ja? Nein, David ist noch gar nicht da, Dicker. Was soll das sein? No. Er ist nicht da. Du hast immer noch nicht zu entscheiden, wenn ich da bin. Ich drücke jetzt ja, ja? Ja. Also passt. Hat zu dem Ziehen. David wieder, natürlich. Natürlich wieder David. Ja, jetzt darf David endlich mal. Lederoutfit. Alter, habt ihr gerade das Schwert gesehen, was auf dem Helm da lag? Nee, nicht drauf geachtet. Mega cool. Das wird das Fun, klettert ey. Hoch. Ach, guck mal. Was jetzt, Bohnenrankentyp oder was? Ja. Oh ja. Da oben kommen gleich die drei Oger. Schön, okay, wir klettern hoch. Ja, wir klettern jetzt alle an der Ranke hoch. Nice. Und er nimmt uns mit, geil! Oh nein, du stirbst. Oh, du kämpfst alleine! Oh, du Opfer. Ja, Pfeil ist alleine. Naja, ist ja gar kein Problem. Ich hab doch. Pfeil, das bist du. Du fliegst doch auch mal alleine gerade bei mir. Alter. Ah, nee, wir sind alle da. Ah, okay. Kann ich runter? Kann ich runter? Hab ich Speicher? So, wir machen jetzt Federfall. Ja, genau, ich hab Höhenangst. Oder kapern uns einen Drachen. Oh ja. Alter, ich glaube, der Drache ist besessen.
Denn besessen setz ich ihn. Besessel ich ihn, genau. Bau mal einen Sessel auf ihn. Ich schau ihn schneller, ich komm nicht hoch. Fortnite-Style. Stehst doch auf meinen Arsch. Ja, aber ich bin hinter Dingsabwurst. Oh, euer Lover. Was heißt denn euer Lover? Nur weil du dich dagegen entschieden hast? Sorry, ich bin ein bisschen doof. Ja, dich hat's auch gereizt. Nein! Doch. Ich habe mir nur ganz viele Magazine gekauft, wo sie nackig rumlaufen. Oh, guck mal. Ach, die sind doch lächerlich, Mann. No. Es sieht so aus, als hätten neben ihnen noch mehr Leute stehen können rechts, oder? Das sind jetzt nicht keine Gegner, so Staubkörner, die man wegpusten. Vielleicht, weil wir die Verbündeten schon vorher gerufen haben. Dann können sie immer noch rufen. Ja, ne? Na, guck mal, für jeden einen. Nee, hier kommen ja noch mehr drumherum, Alex. Die Dragons! Ein Drache, lächerlich. Ja, einer, guck mal. Würde ich mal sagen, wenn ich mit unserem Tentakel-Dude dran bin, beherrsche ich erstmal die Hirn, wa? Ja, würde ich sagen, ja. Gut, so, wie viele sind's denn? Soll ich mit meinem Charakter jetzt schon ins Horn blasen, oder wollen wir uns das noch aufheben? Oh, wir haben nur 4 Züge. Der ist da. Das sind 10 Gegner. Oh, wir haben 4 Züge, ja, fuck. Boah, der Drache. Wir haben 4 Züge, um was genau zu machen, wenn ich fragen darf? Na, bis Verstärkung kommt, wenn ich das richtig verstehe. Er wird bald auftauchen, ja. Ja, ich denke mal, wir müssen die alle töten. Also, wenn Pyler mit seinem Imperator dran ist, dann sollte er das Gehirn da gleich beherrschen. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Imperator nicht angegriffen wird, während er das versucht hat zu beherrschen. Also alles wegkillern. Was geht. Jetzt muss die Frage, wo wir halt anfangen, ne? Weil die rücken immer nach. Seht ihr das, wenn ihr nach außen scrollt, dass da überall noch welche sind, die rumfliegen? Ich denke mal, die rücken dann immer nach 4 Zügen. Achso, da unten, ja. Ja, wenn man so ein bisschen runterguckt an der Seite. Ja, die werden dann alle da hinterherkommen, ja. Also, okay, wir machen einfach erstmal das vor uns platt, oder? Ja, die oben, die haben nur 55, die sind nicht das Problem, die Arkanisten. So, jetzt muss die Frage, was soll ich machen, bevor ihr jetzt da alle reinhüpft? Der rote Drache erstmal, oder? Wenn wir den roten Drache erstmal wegmachen? Ja, der hat 400. Der ist Feuer. Der ist nur Feuer. Sonst könnte er da alles draufhauen. Na, Pyler, wenn du hier erstmal eine Eiswand machst oder so? Oh ja. Oh ja, die stehen recht gut, ne? Ja, wenn du da, dann kriegst du ja vielleicht den Drachen und die beiden anderen da schon mal tot. Gucken, habe ich das noch als Schriftrolle über oder muss ich... Ich habe auch noch eine Schriftrolle, muss ich es nicht so verballern. Naja, dann ja, los. Dann mach das. Hau rein. Halt ein bisschen Stück vorhin. Na, dann mach das. Wir sind ja auch noch dran. Ich könnte halt vorher auch nochmal einen dicken Zauber machen. Ich könnte das gleiche zum Beispiel nochmal als Dornwand machen. Aber lass jetzt mal kurz Pyler das Ding machen. Genau, dann verwandle mich halt in eine Täuschungsbestie. Ist halt die Frage, ja, okay. Ich mach halt einfach von hier bis hier und wir gucken. Genau. Und wer kannst du dich nicht verwandeln, oder was, David? Warte mal, Pyler, bevor du das jetzt wirkst. Beides geht nicht. David, speicherst du nochmal? Dann müssen wir die Cutscene nicht nochmal machen. So, jetzt kannst du, Pyler. Hau rein, da. Ist das zu lang, oder warum zeigt er mir das rot an? Können wir links und rechts lang laufen, oder? Nice. Den Drachen getroffen, den da hinten sogar auch noch. Jupp, ja. Einer liegt erstmal. Ja, genau. Ich hab's ja so gemacht, ich wollte alle treffen. Ja, nice. Und ich könnte das gleiche jetzt bloß ein Stück nochmal davor mit einer Dornwand halt machen. Oder ich verwandle mich in eine Täuschungsbestie. Die Frage, hier steht auch noch einer, ne? Ich würde sagen, mach deine Täuschungsbestie, David. Und dann teleportierst du dich schon mal zu denen da oben hin. Kann ich, glaube ich, nicht, obwohl ich könnte meinen Zwerg mitnehmen. Ja, und du kannst doch eine Täuschungsbestie neben dich spawnen, hast du doch gesagt. Das nächste Runde, glaube ich. Nee, das kann ich nicht, weil das ist eine Aktion. Das Teleportieren ist, glaube ich, keine Aktion. Aber ja, ne, das Problem ist halt, ich muss immer jemanden Schaden machen, um ihn mitzunehmen. Ich könnte auch Usen Schaden machen und dann ihn mit nach da hinten teleportieren. Nee, ich glaube, Usen brauchen wir hier unten. Ja, ich bleib lieber hier unten mit, ja. Dann nimm lieber deinen Zwerg mit.
Alter, wie du dich verwandelt hast, habe ich das erst mal heute gesehen. Krass, heftig. Jo. So. Ah, David, digitiert zu Täuschungsbestie. So weit kommst du nicht? Kannst du dich schon mal hinter den Drachen? Nee, vor den Drachen. Gehst nur vor den Drachen, okay. Ja, also gerade so hinter der Eis. Oder du gehst rechts oder links so ein bisschen rum. Zu dem gehst? Ist genau hinter der Mauer leider nur. No, wenn du rechts bei dem, der liegt, einfach dich da nach rechts teleportierst. Ich könnte mich links zu den teleportieren, der noch gar nichts abbekommen hat. Na, der da, oder nicht? Ja, dann können wir den erstmal hin. Ja, meine ich doch. Okay, dann mach das. Ja, dann lass, dann hau den. Nee. Oh, okay, hallo Tentakel. Okay, Tentakel. Hören Takeln? Mit Stacheln? Sehr unfreundlich aus. Angreifen kannst du jetzt aber nicht mehr, oder was? Nee, das geht nicht mehr. Ich hätte mich nicht mehr. Ja, dann können unsere. Geist ist noch. Obwohl, aber mein Zwerg kann noch angreifen. Ja, nice. Kann dein Zwerg vielleicht schon mal irgendwie einen Tentakel wegmachen? Den hier vorne oder so? Ja, das wird funktionieren. Aber warte, ich gehe erstmal nochmal kurz mit mir. Ah, nee, der Tentakel greift mich an. Kann ich gar nicht zwischen die gehen? Bin mal gespannt. Wer hat den Luftelementar hier? David. Ah, okay. Und der bräuchte es auch doch nicht gerade. Könnte ich, glaube ich, nach hier vorne teleportieren und die Drachen angreifen oder ich mache den Tentakel weg. Soll ich den Tentakel angreifen? Warte mal, ich guck gerade. Also ich komme auf jeden Fall an den da ran. Ohne dass die Tentakel mich angreifen. Ich könnte mich halt nur vorstellen, dass pro Person, die auf dem Hirn steht, immer ein Tentakel spawnt. Weil wir sind ja gerade. Das kann auch sein, dann kriegst du automatisch eine gewischt. Ja, das macht Sinn, David. Dass wir gar nicht auf das Hirn dürfen, sage ich mal. Sondern irgendwie außen lang laufen. Müsstest dürfen. Eigentlich dann eher hier rauf oder so. Ja. Dass wir gar nicht durch die Mitte. Wenn du außen rumgehen willst, Alex. Naja, ich meine. Wegen Hinterhalt, glaube ich, Vorteil bringen. Wenn wir hier vorne kämpfen, kannst du ja immer mit Hinterhalt machen, ne? Ist eigentlich relativ Tag. Ich könnte mich hier links von den Tentakel teleportieren und dann gucken wir einfach, ob neue spawnen. Ja, mein Plan war jetzt einfach hier neben dem und von da aus dann weiter nach hier oben, weißt du? Weil dann wäre jetzt der Zug nicht verschwendet, dann könnte ich an dem schon mal Schaden machen, ne? Ja, na dann. Ich hoffe mal, dass ich den Tentakel noch spawnt. Nice. Nö. Ah, dann mache ich den 32er hier vorne platt, oder? Warte mal, vielleicht kannst du den ja auch töten hier. Gleich. Okay, viel Schaden habe ich aber nicht gemacht, trotz Crit. Sieht doch ganz schön gepanzert aus, der Dude. Ah, der hat Stichresistenz. Ah, okay, ich bin da der falsche Ansprechpartner für ihn anscheinend. Mhm. Die haben alle Stichresistenz. Ah. Obwohl sie selber stechen. Ah, der hatte nur Feuer gehabt und der da, der wäre auch... Ist doch egal, ihr seid da zu dritt. Ja, ich muss zu denen da oben so schnell wie möglich. Also... So, Dennis noch usen und... Ja, Palle, der unterstützt David. Mich, wenn David und Jolene das machen, dann kannst du mich unterstützen. Das sind meine Dudes Gegner, sind bloß am Hilft. Ende dran, also am Ende unserer Kette dran. Ist ja alles ein bisschen gemischt. Ja, okay. Erstmal warten, bis er alle Stück für Stück bei David auch durch seine vier Charaktere durch ist und beenden geklickt hat. Das dauert halt alles ein bisschen. Also mein Plan wäre, oder was macht er jetzt? Okay. Okay, also wenn man zu nah rangeht, kommen die Tentakel. Naja gut, aber dann wissen wir schon mal, dass sie da sind. Wenn die Holzwand platzt, dann nimmt die vielleicht die Tentakel auch noch mit. Weiß man ja nicht. Also mein Plan wäre jetzt, mich in die Mitte vor Pilar zu stellen und einfach den Speer zu werfen. Da müsste ich eigentlich nichts an Tentakeln irgendwie hervorrufen. Ja, genau. Ich würde auch sagen, wir gehen erstmal nicht Nahkampf, weil ich glaube, die Eiswand, die ploppt ja nochmal, nicht, Pilar? Ja, musst du so aufpassen. Ja, na, da ist halt noch ein Kälteschaden drauf. Ja, genau, genau. In der nächsten Runde. Genau, dann sollten wir uns auf Fernkampf beschränken erstmal. Bei der Eiswand. Ja, nice.
schön auf den Tentakel da drauf. Gucken wir mal, was wir schon wegbekommen hier. Genau, 10 bis 60 Schaden zufügt und wenn die Eiswand zerbricht, hinterlässt sie eine Wolke aus eisiger Luft, die Kreaturen darin auch nochmal 10 bis 60 Schaden pro Zug zufügen. Ja, nice. Und 60 Züge würde sie theoretisch stehen bleiben. Ja. Wenn man sie nicht komplett zerstört. Ja. Krass. Das Gleiche habe ich nochmal als Feuer und Schriftrolle habe ich sogar noch Stein. Die sind bloß nicht ganz so stark wie die Eiswand, aber ich kann sie, obwohl sie 4 sind, auch auf 5 oder 6 ableveln. Okay. Ja, die Bomben sind gar nicht so verkehrt, Alter. Oh, ja, klar. Aber jetzt hast du die Eissäule zerstört. Ach so, sorry. Ja. Das ist nicht schlimm, Mann. Das war vielleicht nicht ganz so clever, aber. Ja, er hat beide, ja, aber dafür habe ich beide ein bisschen Schaden gegeben. Das, ja, ist alles gut. Ja. Täuschungsbeste kann leider nichts. So. Die kann leider nichts. Gut. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ja. Der beste Sound ever. Mit dem einfach mal alle Gegner hier vor uns verlangsamen? Könnte auch Tentakeln, genau, oder sowas machen. Tentakeln gibt's schon. Weiß ich nicht. Wenn ich hau mit dem einfach einen dicken Spell auf den Drachen drauf, der hat nur 347. Glaubst du nicht, dass wir das später brauchen? Also die laden sich, obwohl es eine Aktion ist, nicht nochmal auf. Ah, okay. Weil vorhin beim Kettenblitz, da steht auch Aktion, aber da steht dann auch kurze Rast. Also ich... Kurze Rast. Was funktioniert denn ohne? Telekinese geht ohne? Nee, Peiler, du wolltest doch mit dem jetzt das Gehirn direkt beherrschen. Weil wir haben ja nur 4. Ah, okay. Je mehr man sich da drauf bewegt, okay. Nee, ich glaube, die sind festgelegt, die Arme. David, die kommen dann einfach hoch. Okay. Ich glaube, ich muss wesentlich dichter ran. Wesentlich dichter? Ja, wesentlich dichter. Okay. Ist das Gehirn bei dieser Krone von Karus oder was? Ja, das ist halt ein Markovs, gell. Da ist das Gehirn oder was? Also, dieses Krone von Karus? Ja, das da hinten. Ich sehe kein Gehirn. Okay, okay. Das hier hinten, ja. Und dann, ja. Gerade wäre der Weg zwar am besten, aber ich glaube, das ist für ihn nicht. Ich würde jetzt links außen lang gehen, sonst oder so. Oder rechts außen, ist egal. Na, links ist viel. Also, wenn, dann gehe erstmal rechts rum. Na, ich würde wirklich hier auf die Dings hochgehen, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, das ist schon klar. Aber rechts ist ja bis jetzt so gut wie gar nichts. Also sagst du rechts, ja? Ja, ja, geh nach rechts rum. Geh nach rechts. Wie gesagt, ja, du kannst auch auf den Außendingern da rumlaufen. Will er doch. Also, achso. Der Plan dahinter eigentlich. Ja. Wenn nicht, kannst du ja von da auch nochmal angreifen. Ah, siehst du da? Ja, okay, dann sind die wirklich. Ja. Ja, gut, aber die kann ich eigentlich gar nicht erwischen, oder? Ja, ist die Frage, ob wir sie überhaupt töten müssen, wenn sie nicht bei uns in der Nähe sind. Also, wie groß die Angriffe jetzt von denen sind, müssen wir mal gucken. Ja, wie die Angriffsreichweite, ja. Schauen. Wenn wir sie mit einem AOE mitnehmen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ansonsten. Oh, ich bin noch recht weit gekommen. Hälfte vom Weg habe ich. Angreifen kannst du aber nicht mehr, ne? Ne, dann nicht mehr, aber ich komme nächste Runde auf jeden Fall an ihn ran. Ja, okay. Aber du hast einen Gegner vor dir, ne? Geht sehr aber weit. Du hast einen Gegner, Elitin Akanis ist vor dir, ne? Ja, okay, dann vielleicht danach die Runde. Ja, vielleicht kriegst du die ja da oben dann schon mal weg, da die beiden. Lass mal gucken. Mhm. Mit einem Kettenblitz oder so. Ja. Dann würde ich mich versuchen, vielleicht geht das nächste Runde Richtung links, den oben zu teleportieren. Ja. Nehme ich den Typen hier noch mit? Ja. Ja, wenn Peiler den jetzt nicht platt kriegt mit dem, ja. Ja. Ich muss halt irgendjemanden mitnehmen, ansonsten nehme ich meinen Zwerg nochmal mit oder die Tentakel halt. Ja, wenn das geht. In welcher Reihe? Wo ist denn der oben? Gleich der erste hinter dem Zwerg. Okay. Ja, nice. Der ist tot. So muss das sein. Ja, sieht die Radieschen von unten jetzt her. So, und der Zwerg ist noch. Ach, ich überlege, was ich mit dem mache.
Bei Tentakeln ist, ja. Ja, wenn nicht, kannst du dich mit dem Zwerg irgendwie dahin stellen, dass du dir noch überhitzt oder so? Ja, warte. Könnte ich machen, ja. Überhitzen ist ja eine Bonusaktion. Die ist, ausgerechnet die ist feuerresistent, aber was anderes. Ja, weil die Tentakel ist nicht feuerresistent. Nee, deswegen, ja. Ignoriert Pfeiler nicht trotzdem nicht. Ja, aber der Zwerg ja nicht. Stimmt. Ich könnte auch bis hier gehen, aber ich weiß nicht, ob ich David dann noch erwische. Weil weiter komme ich nicht. Dann würde ich den am Boden erwischen und den Tentakel daneben. Und die Attacke macht eigentlich nur... Nee, steht nicht da. Wie viel? Umkreis. Aber der da liegt ja. Der wird erstmal nichts machen. Dann stell dich lieber vor die da, damit die nicht irgendwo hinrennt. Ich nicht. Achso. Ja, oder so. Überhitzen ist um dich herum. Ja. Ist so ein bisschen AOE-mäßig, ja. Ja, da wirst du wahrscheinlich... Ja. Das hat eigentlich... Aber ist okay, dann bringst du noch mehr zum Brennen. Die ist aber heftiger, die Tentakel. Hm. Hoffentlich kriegt er den Holz-Dings da nicht. Ja, sehr gut. Der Tentakel hat Schaden gekriegt. Okay. Ja, Marc. Hör mal auf, lass mal sein. Yes, yes, ja. Krieg Packung. Alter, nochmal zerfleischen. Okay. Ich habe Blutung. Was tun? Ich habe Blutung. Okay. Okay, läuft. Danke. Ey, du bist blind, Alter. Digga. Ach, das war ein Sprung. Das sah ja gerade so komisch aus. Eigentlich ist sie gegen die Eiswand gekommen bei mir. Aber okay. Ist okay. Ich kann auch hinter der Eiswand noch eine andere Wand machen. Glaub nicht, dass du da sicher bist, Fräulein. Alter, ein Schaf. Ja, ich habe angegriffen. Mega. Hast den Schaf verwandelt. Eigentlich ist das auch ein riesengeiler Zauber. Alter, jetzt der Drache. Okay. Alter, ich hätte 360 Schaden sonst bekommen. Oder waren die Zahlen ineinander? Aber das sah aus wie 360. Habe ich das Schaden genommen, oder? Ja, du hast mega viel Schaden gekriegt. Das sah bei mir aus, als hätte er vorbeigespuckt. Okay. Das ist ein aktionischer Rückschlag, Junge. Wow, okay. Tja, das ist dann mal gleich die Frage, was wir dann machen. Ah, die haben... Okay, der Zwerg ist weg. Okay. Ganz schön aufpassen, glaube ich. Ah, die sind ganz schön stark da oben, ja. Der Holzweit ist auch weg. Gucken, wie der Kampf ausgeht, aber... Na gut, aber wenigstens haben die den Schuss gefressen. Ja, das ist richtig, ja. Aber das ist wahr, ja. Pfeiler und Jusen haben auch ganz schön Schaden gekriegt, auf jeden Fall. Mhm. Also meinst du erstmal kurz ein Tränkchen, oder was? Naja, mach dir zum Schluss, mach erstmal alle anderen Aktionen. Den Trank kannst du immer nehmen. Okay, dann greife ich erstmal an. Wir müssen auf jeden Fall einfach nach oben. Das bringt ja unten nicht viel. Ja, wir müssen erstmal auf die Viecher gehen. Warte, ich kann die, glaube ich, kann die vorher nochmal angreifen. Mich hoch, Alter. Den kannst du angreifen? Ah, okay. Scheiße. Hat gelungen. Ja, ist doch in Ordnung, aber... Kommst du mit deiner Täuschungsbestie auch dahin? Oder kommst du schon dahin? Weil der sagt mir, bei der Dings ist außer Reichweite, aber ich kann doch mein Dings Feuer spielen, oder? Ja. Ein Stück näher ran. Ja. Kommst du nur zu dem hier oder kommst du auch zu dem da hinten? Ja, warte, ich muss gerade gucken. Teleportieren. Hä, warum ist denn der Typ außer Reichweite? Willst du mich verarschen? Warte kurz. Ah, weil ich vielleicht blind bin? Aber komm, ich stehe genau neben ihm. Nee, scheiße, ich kann niemanden mitnehmen. Oh, ich kann mich nicht mehr teleportieren, weil ich hier in Dunkelheit stehe. Ja gut, dann ist es so, aber, David. Aber, weiter. Berg, komm mal näher. Ja, nice, gekillt, cool. No. Ich dachte, das klappt nicht. Tatendrang, oder? Ja, jetzt kannst du das machen, Jusen. Und den da vor dir vielleicht schon mal ein bisschen. Tracken, ja, kriegen. Nee, ich kann leider nur nach hier unten.
Ja, das kann danach noch Sporten machen, theoretisch. Zack. So, eine Täuschungs... Ah, shit, ich kann nur eine Täuschungsbestie zu dir hinpacken. Ja, mach das mal. Oh. Wenn du Täuschungsbestie hier hin machst. Oder so, oder dahin. Ja. Ja, das wäre gut. Sind Drachentiere. Oh, wahrscheinlich. Ich habe eine Schriftrolle, ja, nice. Überzeuge ein Tier, dich nicht anzugreifen. Aber gilt ja, ja bestimmt dann wieder nur für mich. Ne? Musst du draufklicken. Na gut, vielleicht. Nicht für uns alle. Ja, der ist tot. Da ist er. So, einer ist schon mal weg. Und zu dem da hinten komme ich auch. Ja gut, die... Achso, du warst jetzt durch die Täuschungsbestie im Vorteil, oder? Ja, genau. Okay, nice. Das ist es halt. Weil die kann ich leider nicht bewegen, die bleibt jetzt da stehen. Aber vielleicht kann ich jetzt gleich nochmal ein Stück nach vorne laufen und dann nochmal... 20 mit Geburt, Alter. Okay. Oh, Trank kann ich jetzt nicht mehr nehmen, scheiße. Ja, wir hätten, glaube ich, gar nicht nach unten gehen sollen. Nee, wir hätten gleich nach oben gehen müssen. Okay, ich kann keinen Trank nehmen, Leute. Aber ich habe gut Schalen ausgeteilt. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. David, David ist eine Täuschungsbestie, aber vielleicht können wir dich ja heilen irgendwie. Müssen wir mal gucken. Was mach ich denn? Jetzt habe ich auch einfach krass Glück und nur ja. Fehlschläge. Ja, wenn der Drache bei dir fehlschlägt, wäre ja schon mal in Ordnung. Ja. Ich habe immer noch einen Button bei mir, Verbündete rufen. Habt ihr den auch? Über euren Button? Ja, ja. Wollen wir es mal machen? Er hat einen Negativeffekt. Man könnte natürlich auch versuchen, den zu heilen. Und dann ist der, glaube ich, auf unserer Seite. Weil der ist psychisch unterworfen. Wenn er nicht mehr kontrolliert wird, die Drachen sind doch auf unserer Seite. Ach so. Ja, aber wenn wir ihn heilen, macht es ja nicht die Psyche besser. Zustand. Na doch, es gibt ja manche Rollen oder so, die so eine Krankheit einfach heilen und dann wäre der auf unserer Seite. Ja. Ich könnte es gerne probieren. Ich auf jeden Fall nicht. Dann kann er mal gucken. Na hier, Pfeil der Linderung. Vergiftet, gelähmt und blind, die Zustände. Aber unterworfen halt. Ja, ja. Nicht, nee. Unterworfen. Blind, verstummt, gelähmt, vergiftet. Wollen wir mal einen Verbündeten rufen oder denkt ihr eher noch nicht? Naja, das hier wird ja wahrscheinlich der Endkampf sein, also mit dem Gehirn. Vielleicht können wir die jetzt rufen, ja. Wenn nicht jetzt, wann dann, wa? Ja. Von mir aus? Warte mal kurz. Wir haben ja mehrere Verbündete. Ich glaube, wir rufen immer nur einen Verbündeten, oder? Ne, wir rufen alle den. Ne, ich glaube, wir rufen alle. Ich denke schon. Ja, ich würde das ja eigentlich noch sagen, dass wir das ohne Verbündete schaffen. Ja, aber oder nicht? Wenn wir sie haben, warum nicht? Ja. Es ist der Endkampf. Wie gesagt, ich sehe noch kein Gehirn. Ich sehe da hinten nur so komische Tentakel rumflattern bei so einem Ritual-Dings. Hier, ja, ich das hatte, ist das Gehirn. Ich hätte jetzt halt nur Sorge, dass wir den spawnen und dann macht der Drache einmal rau und dann sind alle weg. Er ruft den Verbündeten. Ich wäre dafür. Komm, 3 gegen 1, dann ruf ihn. Alter. Ja, aber wenn wir die rufen, die Verbündeten, die können vielleicht alle einmal angreifen, den Drachen, und dann ist der Drache tot. Ich meine auch die Tentakel. Ich glaube, wir können auch einfach besser bewegen und schneller killen, ja. Aber hatte ich nicht so einen Zauberspruch, dass ich Leute, die blöd im Kopf waren, dass ich die wieder normal mache, wenn sie irgendwie verzaubert waren? Das habe ich doch mit Jusen auch schon gemacht. Das war ein Zustand, den du gemacht hast, ja. Ja, ist doch auch ein Zustand von dem Typen, ne? Du hast, aber ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Zu blöde zu finden? Oder du hast es ausgetauscht, keine Ahnung. Gegen irgendwas anderes, wo du geskillt hast. Na, probier doch mal Bindung der Ebenen. Ziele auf eine andersweltliche Kreatur und verbinde ihr Bewusstsein mit deinem. Sie folgt dir und kämpft als dein Verbündeter. Die Schriftrolle meinst du? Ja, die Bindung der Ebenen da. Vielleicht überlagert das ja. Weiß es nicht. Ja, davon hast du auch zwei. Ja. Verbannung? Also, probier es, oder du kannst mich heilen. Ottos unwiderstehlicher Kranz. Ja, probier das beide mit der Bindung da.
War eine Schriftrolle, sagst du, ja? Ja, eine Schriftrolle, Bindung der Ebenen. Gleich die zweite da bei dir da oben. So eine violette. Okay, du guckst hier. Da ist ein Mannekick in der Mitte und von oben kommen Striche und links und rechts sind auch noch Striche. Mhm. Aber glaubt ihr, das mit den Tieren funktioniert nicht, ja? Ich weiß nicht, ob Drache als Tier oder Kreatur, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Okay. Ah, ist bei Bindung der Ebene. Also das ist nicht typ, klassisch. Es ist Typ Drache, also es ist kein Typ Tier, sage ich mal. Ich glaube, Tier ist auch normal bei dem Eichhörnchen, glaube ich, Typ Tier. Also es geht nicht. Okay, schade. Dann probier das nochmal mit dem Tier. Ja, mal das probiert, durchprobiert. Ziel muss ein Tier sein. Nee, geht auch nicht. Nee. Kann ihm bösen Blick zuwerfen. Mach das. Ja, wenn er 10 Runden verstummt ist, dann haben wir auf jeden Fall Ruhe erstmal, ja. Heißt, es klappt. Wie gesagt, ist ein Drache, Alter. Ein böser Blick, weiß ich, ob das ein Drache ist. Überzeuge ein Tier. Oder? So. Oder eine Kreatur. Einschlafen. Ja. Kannst du auch machen. 41%. Na läuft. Oh, ja. Unten kannst du noch mehr Sachen auswählen. Oder ist das. Naja, panisch und krank. Nee, dann überschlafen. Dann überschlafen. Ich bin für Schlafen. Aber ist das jetzt wirklich richtig an der Stelle? Ja, wenn der Drache 10 Runden nicht angreift, dann können wir uns auf jeden Fall in Ruhe um. Aber da kann ich ja auch festhalten ausprobieren. Aber festhalten kann er doch immer noch angreifen, oder? Nein. Und wenn er, wie gesagt, schlafen, denke ich, ist immer noch die beste Option. Also er kann immer noch Feuer speien. Ah, nee, Ziel muss humanoid sein. Wäre nicht gegangen. Okay, dann mach einschlafen einfach. Deswegen, der Drache ist, glaube ich, das größte Problem. Und wenn wir die da oben fertig haben, weil noch so ein Anhauchen überlebt Jusen, glaube ich, nicht. Okay. Vielleicht greift er nicht mich an. Glaubst aber auch nur du. Ja, nice! Ne, ist gelungen, fuck. Schade. Ach, es war einschüchtern, okay. Nicht schlafen! Doch, er wäre eingeschlafen, wenn es geklappt hätte. Einschüchtern schüchtert ein, okay. Naja, es schüchtert einen zum Schlafen, Krankheit oder was hatte ich vorher noch gesagt? Ja, probiert. Kannst du noch was? Na, Trank könntest du noch trinken. Okay, achso. Hat da getan, hat da David. Was macht David jetzt noch eigentlich? Bin ich nicht durch? Nee, was? Du bist dran. Ja, nee, alles gut. Ich muss noch bei den Dingern hier beenden. Die kann ja hier. Weiß ich nicht, lebt hier noch einer? Ich kann ja hier auf den Drachen erstmal Tentakel. Dorn machen. Und hat sich der Drache eingekuschelt? Nö. Schläft nicht, schade. Der hat gesagt, fickt euch. Muss nicht mehr machen. Ich werde überleben, ich werde überleben. Also ich hoffe es zumindest. Wäre wünschenswert. Aber leider kann ich mir das nicht aussuchen. Nicht. Hab ein paar Gegner um mich herum. Aber den einen habe ich schon mal gut runtergekillert. Und der ist verängstigt, das Opfer. Dann mach ich das. Schau, Jusen. Nee, der ist schau, Alter. Der ist schau. Ich mich doch nicht von so niemandem niederknüppeln, Alter. Also, ganz ehrlich. Die Tentakeln, glaube ich, kriege ich. Okay, das war ein bisschen unnötig und frech. Aber Leute, ich hab's überlebt! Der wollte. Hast du gesehen, der wollte mich schon wieder runterschubsen. Der den oben. Ja, mich auch gerade. Alter, sind das
Fuck, Feiglinge, Viecher, ja. Ey. Feiglinge sind ja. Da. Wir könnten ja auch mal versuchen, Motor zu schubsen. Nein, so einen Scheiß mache ich nicht. Okay, ich gehe weiter auf den Drachen, oder was? Ja. Hau rein auf den Drachen, ne? Mit Peiler. Okay, Peiler ruft ein paar Leute. So. Hast du jetzt okay. Ich könnte ihn angreifen. Nö. Hat nichts gebracht. Oder ich stell dir da noch so ein Dings hin. Weil wenn ich ihn angreife, stehe ich leider hinter dir. Blind. Sehr schön. Alex, was sagst du? Keine Ahnung. Was heißt, wenn du angreifst, stehst du hinter mir? Den Drachen, ja. Ich weiß nicht, ob das dann zählt, dass du in ein, ob ich, dass ich in ein, ah nee, ja, du kann, stehst ja eh vor ihm, dann ist er eh im kann, Nachteil oder nicht. Kannst Alter, ich hab mein nee. Bestes probiert, aber irgendwie hast du nicht wirklich Schaden genommen. Du musst schon neben mir irgendwie stehen. Also ich hab 20 Schaden genommen. Du könntest mit dem Einschlafen nochmal probieren. Ja, ich stehe hinter dir dann. Hast du noch was anderes? Probier's, ja, wenn du hinter mir stehst, dann probier's. Ja, ich könnte halt volle Möhre angreifen, ne? Denk einfach volle Möhre an. Ist wie gesagt Drache. Oh, also ist das wir müssen tot? Eigentlich nur versuchen, was? Mit deinem Gedankenschindler da irgendwie das Gehirn zu manipulieren, oder? Das ist ja, ja eigentlich der Plan bis jetzt. Richtig. Kann auch mehrmals angreifen. Aber ein Drache ja. Erstmal weg mit einer heftigen Attacke wäre nicht so verkehrt. Am liebsten Eis oder Wasser. Ah, ich hätte gesagt, bleib bei mir, dann können wir uns nächste Runde rüber teleportieren. Kommt da drauf an, der bewegt sich ja nicht. Er bleibt da hier stehen. Ich könnte auch so ein. Ah ne, aber ein Sturm, der macht so wenig Schaden. Warte. Ja, doch, der hat sich ja schon einmal bewegt, Peiler, so ist es ja nicht. Aber ich könnte auch komplett um ihn rum einen Eissturm machen. Kannst du auch so eine Eiswand oder sowas machen? Ja, kann ich auch. Dann mach das doch. Ah, ne, ich mal die Eiswand nicht ran. Ja. Ist ja eine Schriftrolle, hast du gesagt, ne? Nee, jetzt habe ich davon keine mehr. Ist jetzt ein Zauberspruch. Nice. Was? Warte, doch, eine habe ich noch. Hast der kommt wieder? Mit? Wo ist er hin? Hast, der ist wiedergekommen, hast du gesehen? Okay, Peiler, auf den Drachen Eiswand. Ja, stimmt. Ich überlege gerade, von links nach rechts usen oder so von vorne nach hinten auf den Drauf? Ich dachte, man kann die runterkicken. Dass die Fläche mittig bei ihm ist. Ja, aber anscheinend geht das hin. Aber ich meine, los, weißt du, von Kopf bis Arsch die Wand ziehen oder von links nach rechts die Wand ziehen? Ach so. Nee, von links nach rechts durch sein Torso, Alex, also durch den Mittelkörper. Könntest du mit der Krone interagieren? Nein. Okay. Ich dachte, die müssen wir vielleicht anklicken. Also. Macht halt die Krone Leben? Nee, hat sie nicht. Ich komm nicht ran. Ja, aber hättest du. Kannst du sie anklicken, ist da ein Symbol, aber das kann ich ja selber gucken. Ja. Anscheinend. Achso, ja. Ja, gut. E-Pfeiler hat wohl nicht funktioniert. Mich jetzt mal warum. Habe ich gerade nicht mitgekriegt. Aber du kannst doch mal die Verbündeten rufen, wenn du Bock hast. Hat unsere normalen. Ich habe gedacht, wir wollen ohne versuchen. Ich habe ja mein Horn benutzt für die drei Ogres. Ich sag, kann sein, dass wir nächste Runde eh die Krone anklicken und dann schon was anderes machen können. Okay. Täuschungspässchen. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Garnis! Jetzt machen die erstmal alle, das war ganz kurz auf Toilette. Also ja, scheiße, hätte ich mal die Dorn da hinten gelassen, dann wäre der jetzt ja genau reingesprungen. Na ja, gut, dann wäre er vielleicht anders gelaufen. Hm. So macht diese Tentakel nix. Weil es schwieriges Gelände ist. Also.
Alter. Alter, Pyler ist gleich tot. Der glüht, ist das, soll das so sein? Aber er ist genau in meine Dorn geflogen. Ich wusste, dass er hinfliegt. Ja. Ich habe so viel Speedrun-Videos geguckt. Ich weiß genau, wo er sich jetzt hinbewegt. Er ist nur immun gegen Feuer, der Typ. Ne? Betäubt. Aua. Alter. Die machen schon Aua, wa? Wäre halt kacke, wenn es bei dem Endkampf low wäre, oder? Hätten wir die erste Runde. Also Pyler hätte ja trotzdem seine Wand machen sollen, aber wir hätten mit der ersten Runde schon in die Richtung von den Viechern laufen sollen. Naja, aber wir haben wir ja mal. Haben wir doch gemacht, aber wir wären ja sowieso nicht dahin gekommen zu denen. So, Alex, versuch mal als erstes vielleicht mal mit der Krone zu interagieren. Zielpunkt nicht erreichbar. Wenn du Rechtsklick drauf machst oder sowas, dass da irgendwas steht. Nee. Kann ich nicht. Zielpunkt nicht erreichbar. Als der theoretisch jetzt egal, mache ich nochmal eine Eiswand. Oh, okay, ich habe ein Problem. Ich bin. Warte. Was denn? Ich kann mich nach vorne teleportieren. Weil da heile ich erstmal, wenn es geht. So. Willst du ihn angreifen oder soll ich ihn erstmal angreifen? Na ja, greif ihn an, wenn du kannst. Du musst noch Tränke haben, Siklas. Ich habe nur kleine. Was heißt denn klein? 30 bis 60? Nee. Hä? 8 bis 20. Dann nimm die Hälfte von mir kurz aus dem Inventar. Kannst du noch zu dem da laufen? Warte, vielleicht kann ich fliegen. Ja, ich kann ranfliegen. Nice. Ja, jetzt so. Was? Wir. Scheiße. Der hat ein Schild? Kommt das Schild auf einmal her? Wo kommt das? Ach so, Kälteschild oder hast du eine Kälteattacke probiert? Immun oder? Gegen magisches Geschoss, Rüstungsklasse steigt um 5. Wieso magisches Geschoss? Na, okay, ich hab's wenigstens mal ausprobiert, egal. Hab doch gar kein magisches Geschoss gemacht. Ja, das machen wir gleich noch. Hi. Klar. Oh Mann, weil ich da aus der Hand. Kopfhörer kam. Und. Sag mal, Wichser, alle hassen sich. So. Okay. O sagt er. Wer so sagt, muss auch O sagen. 20! Niedlich. Niedlich, also, sagt er, aber ich jetzt. Und wenn ich das jetzt normal mache? Haha, knapp 40! Wie viel hast du schon gemacht? 5? Diese Runde? Bei dem Drachen, ja? Achso, bei dem Drachen. Ne, greift ihn ja nicht an. Ja, ich habe gerade den Drachen angegriffen. Oh ja. Also. Schnacherhauze, würde ich sagen. Soll ich dir die nächste Runde den Drachen töten? Bist du dann zufrieden? Zeig, Alter, wie du 285 einfach so wegkillerst. Zeig dir nächste Runde. Zeig's mir, Digga. Ah, nee, warte. Soll ich mich näher ranstellen? Ja, bitte. Ich will dir helfen, Digga. Nimm mal ein Bro. Ey, den müssen wir doch jetzt tot kriegen, oder nicht? Der hat nur noch 25 da, der Knilch. Nein, halt, stopp. So, kannst du mit dem Imperator jetzt schon mal ranrennen, an das Gehirn? Ist noch eine dran. Doch, der ist jetzt. Achso. Nee, kann ich. Ah, der ist betäubt. Sag ja. Aber ich glaube, die Viecher. Läuft besser. Aber ich glaube, die Viecher können eh nicht interagieren mit dem Ding, oder? Doch, der Imperator der schon. Der Imperator, ja. Muss ja mit dem ran. Ja, klar, mit dem. Bis auf 6 Meter. So, keine Ahnung. Ach so. Ich dachte, weil du den vorhin gespawnt hast. Was hab ich gespawnt? Den Imperator, hattest du den von Anfang an oder hast du den gespawnt? Das ist unser Verbündeter. Kannst du dich noch an den letzten Stream erinnern? Oder ja, nicht mehr.
Der läuft mit und der ist bei Paladin die ganze Zeit dabei. Die sind richtig, alle. Wir hatten sogar einmal so gespielt, dass wir ihn verärgert hatten. Und ja, damit war das Spiel zu Ende und dadurch haben wir uns dann nochmal gegen entschieden. Aber ja, genau. Weiß, und seitdem läuft er uns hinterher. Ach so, ich dachte, du hast ihn damals gespawnt mit der, weil du ihm meintest, ich hol mal unsere Verbündeten, dass der dazu kam. Ah, okay. Nee, der ist seit dem Punkt, ist der bei uns. Okay. Ja. Alter, kommen noch mehr Schiffe, okay. Jetzt kommt ein Schiff, ja. Hat das Leben, das Vieh? Und. Nee. Ja, naja, bringt der jetzt nichts. Okay, wollen wir jetzt neu laden oder wollen wir jetzt noch gucken, was passiert? Das schießt, also auf den Drachen da. Erstens das und zweitens, es kommt keine neuen dazu. Das ist schon mal ganz cool. Der ist einfach unter Luft und schießt ein bisschen. Alles cool. Ja, genau. Solange wir aus den Kreisen rausbleiben, ist doch alles cool. Und auch ein paar Tentakel und so gehen weg. Also alles chillig. Ja, der hilft uns mehr, als dass er stört. Ja. Ich würde die Tentakel vor mir ein bisschen wegkillen und dann den Drachen wieder angreifen. Hau mal ruf da, ja. Wie gesagt, Peiler kann's. Achso, der Imperator ist ja noch nicht dran. Ja, dann schieße ich jetzt mit auf den Drachen drauf, oder was? Ich weiß nicht. Haha, okay. 20! Dreimal den gleichen Fehler gemacht. Ist mir auch Rille. Darf dir nicht Rille sein. Naja, jetzt ist eh für den Arsch. Die ganzen guten Zauber rausgehauen und hab da nicht ganz so drauf geachtet, aber irgendwie komme ich mit meiner Konzentration, kriege ich es nicht hin. Ich weiß nicht warum, es steht da nur, aber. Aber Pala, wir schaffen das. Wir schaffen das trotzdem irgendwie. Vielleicht steht da auch was, was ich überlesen habe. Jusen, kannst du noch ein bisschen an den Drachen ranlaufen? Aktion? Ja, echt jetzt oder so ein Gag? Steht nicht. Nee, echt jetzt so. Das war eine lange Rasse. Ja, warum nicht? Besser? Was? Wieso kann ich denn gegen den Drachen jetzt. Wieso? Wir sind doch jetzt zu zweit gegen den, warum bin ich nie im Vorteil? Warte, ich komm ein bisschen näher zu dir. Nee, wir sind nicht im Vorteil gegen das Vieh. Ach, ist doch Lego Mio, Alter. Mit einer Finte? Was? Nicht hier genügend Bewegungsrate? Ist der behindert? Wieso kann ich ihn nicht angreifen? Können wir den Kampf nochmal machen? Ah, jetzt? Warte mal, so. Doch, ich kann Fuß von ihm angreifen. Nee, greif einen Fuß von ihm an. Zieh den Nagel raus, Alex. Ja, Glück der Fernreiche. Los geht's. Bam, Alter, guck dir das an. 70. Aber ich hasse Lust. Das wird nächste Runde noch besser. Und das nur, weil du die scheiß Zehennagel angegriffen hast. Mit deiner kleinen Gabel da, Alter. muss ich dir erstmal zeigen, wie es geht, Junge. Komm, Drache, rundenbasiert, komm! Oh. Mach ich dich alleine platt. Ja, ja. Ehrlich, würde ich schaffen, würde ich schaffen. Geh mit dem Drachen über 12 Runden, dann werden wir ja sehen, wie der dicke ist, ja. Achso, und die blauen Dinger zeigen, dass jemand gespawnt wird, oder was? Diese blauen Kreise? Ja, da kommen Verstärkungen. Wir müssen dich jetzt beschützen, bitte. Ja. Warum? Wir müssen dich beschützen. Wieso? Na, den Tentakel-Dude von mir. Ja. Achso, ja, klar. Das ist klar. Wie viele Runden dauert das? Steht da irgendwas? 3 stand da, glaube ich. 3, okay. 3 Runden, okay. Ja, wie gesagt, ich würde den Kampf trotzdem ganz gerne normal machen, aber. Würde ich nicht machen, ey, wenn wir es gleich schaffen, Alter. Oh. First try, Junge. Ja, Mann, warum nicht? Sagt er jeden neu machen, Dicker. Ja, lass doch erstmal spielen und dann gucken wir mal, Peiler. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir wissen ja, was passiert. Natürlich, aber mein bloß. David, kommst du da noch mach weg? Mach ihn jetzt noch, nicht weiter. Du stehst ja genau in dem Kreis drinne. Ja, ich kam nicht weiter weg. Ich muss. Jetzt ist die Frage, was macht der? Naja, will mein Dude töten. Okay. Naja, 20 hat er noch. Aber
packt denn der alles aus, Alter? Mann, das ist das Schiff jetzt. Was schießt. Achso, okay. Das kommt noch mehr jetzt. Nee. Aber ja, Verstärkung ist gekommen jetzt, ja. Ja. Ist jetzt gespawnt. Ist noch nicht genau wo. Achso, hier. Ja, da unten. Ja, 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 da ist er. Noch mehr. Der Gedanke schon da. Okay. Wo bin ich? Da. Oh, ich könnte mich natürlich auch zurückverwandeln und den Gedankenschinder erstmal heilen. Kann, Oh ja, mach das mal lieber. Ja. Wenn du da gerade das Ding machst. Hier oben kann ich jetzt eh keinen Schaden machen. Nee, hier oben kannst du jetzt eh nichts mehr machen, dann verwandle dich zurück. Yuzen, wir müssen aufpassen, hier ist der Kreis, ne? Also hier ist gleich, hier schießen gleich die Kanonen auf uns. Diese roten Kreise hier. Siehst du die? Ja, aber ich bin ja gerade draußen. Naja, genau. Wollen wir so ein bisschen vielleicht hier so hinlaufen, wenn wir können? Jürgen, warte mal kurz. Bleib mal kurz, bevor du dich bewegst. Ja. War ja noch am Eroieren mit Jürgen. Okay, also an ihm vorbei, sagst du. Naja. Jürgen, kannst du noch mal ein ganz kleines Stück Richtung Tentakel da gehen, die ein Leben hat? Also Richtung zu mir, so ein ganz kleines Stück. Oh, Alex. Was? Was hab ich verpasst? Wie bist du nach da unten gekommen? Na, ich bin hingeflogen. Okay. Und warum ist das überall Eis? Das frage ich mich. Na, wegen Peiler. Nee, aber wenn Jürgen noch ein Stück zu mir geht, dann kann ich euch noch mal gut heilen, oder? Also Yuzen müsste ein kleines Stück zu der, also Richtung zu mir, Richtung der Tatake, die ein Leben hat, nur ein ganz kleines Stück, dann wirst du drinne. Wenn ich Alex nicht bewegen, ich bin gerade noch nicht dran. Ich bin erst nach dem Schinder dran. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Und du kannst dich nicht bewegen. Na, ich provoziere einen Gelegenheitsangriff von dem Drachen, wenn ich mich bewege. Ah, okay, das ist doof, ja. Aber Ich muss gucken, dass ich hier überhaupt erstmal rauskomme aus dem Feuer. Kreis. Knifflig. Aus dem Eiskreis da, wo du bist. Naja, Eis ist mir egal, ich bin immun gegenliegend. Achso, okay, chillig. Sorry, ich wusste nicht. Ein echter Dieb, der liegt nie auf dem Rücken. Dass du so standfest bist. Aber ich provoziere. Warum provoziere ich denn hier einen Gelegenheitsangriff, wenn ich um seinen Fuß rumlaufe? Aber ich glaube, du hast mich gerade mitgeheilt, oder? Ja. So. Reicht nur noch nicht. Du musst ihn mehr heilen, damit er noch einen Angriff aushält. Du kannst nichts machen, Yuzen, ne? Ich hab ihn zweimal geheilt. Nein, nee, ich bin erst nach dem Schinder dran, der gespawnt wurde. Ich hätte ihn leider gerade auch um 40 heilen können, anstatt nur 26, deswegen. Ja. In der nächsten Runde wissen wir, falls er jetzt drauf geht. Also echt, mir geht's gut, ich hab noch 5 extra Schild, alles cool. Die lassen mich alles überleben. Pass auf, Alex, vor dir ist eine Eiswolke, ne? Die macht Schaden. Ne? Dass du da nicht reinläufst. Macht sehr viel Aua, ne? Das sind die Eiswolken von den restlichen Sachen, die standen. Die können bis zu 60 Schaden machen, wenn man da reinläuft. Auch für Verbündete, ja? Die Eiswand. Ich denke mal schon, ja. Na gut, bei den komischen Ranken bleibe ich auch hängen. Seid nur genau vor Alex, wo er gerade guckt. Das ist halt. Okay, Glück gehabt. Glück, Alter, ist sein Geschick, Alter. Der macht damit alles weg. Alter, okay. So, bin ich jetzt dran? Nice. Was soll ich machen? Haut drauf, Junge! Mach alles, was du kannst! Zeig uns, was du kannst! Zurück kann ich jetzt nicht mehr, oder, David? Nein, mach den Drachen tot. Oder brauche ich nicht mehr? Tot soll ich immer. Hol den Drachen, ja. Töte ihn. Okay, das wird ein bisschen heftig, Freunde. Pack aus, was du kannst. Zeigt uns, was ihr könnt! Show me what you want. Oh, Junge! Okay, dann muss ich auch kurz aufs Eis gehen. Aber ich kann es probieren, ja? Ja, pass auf aber, dass du da nicht rinläufst, ne? Nicht in den Kreis. Also eher hier rüber. Ja, okay, stimmt, hast recht. Aber nicht in die Eiswolke, also eher dahin.
Alles cool, ich genau dazwischen. Ich verstehe. Nee, einfach hier hin. Alles cool, alles cool. Ah, super. Genau da. 20. Okay. Echt, da Bild 20, ist doch nicht verkehrt, Leute. Ja, total. Guck mal, jetzt hat er gleich nur noch 105. Wow, nee, okay, nicht. Nicht. Außer es ist ein kritischer Fehlschlag. Da kann ich dann auch nicht viel tun. Für ihn wie eine Rückenmassage. Auch jetzt voll der Analkuss oder was war das? Ja, keine Ahnung. Jusen ist so schlecht. Jupp, das war's. Er ist draufgegangen. Was? Er ist draufgegangen? Ja. Womit? Oder? Nee. Cutscene. Nee, das sah so komisch aus. Der hat so, als wenn er gleich zusammenfällt. Alter, Fake News hier. Also wirklich bei deinem Auftritt. Ey. Ich hatte kurze Angst. Mach doch nicht so einen Scheiß mit uns. Unnötig, Paldorus. Alter, Tentakel, sprichst du Tentakel? We will bring it down together. Freedom! Freedom! Oh, jetzt sind wir im Endkampf. Nicht gut. Ah, so, das Gehirn hat jetzt 240 Leben. Wir können es jetzt töten. Naja, okay. Sind wir nicht wie Peiler im Hirn? Wieso? Wie Peiler? Weil ich das alleine töten muss? Der Typ hat doch gesagt, wir sollen ein Portal nehmen und da runtergehen. Denn der Peiler ist aber schon drinne. Ja, naja, weil er das ja mit dem Imperator, aber Peiler selbst ja nicht. Also, warte kurz, damit wir nachbauen können. Okay, hab ich nicht gesehen, okay. Weil wir sind noch in der Battle Phase. Ja. Ich gehe jetzt einfach ins zum Gehirn hin. Oder? Genau, ja, rein ins Portal. Alle, die können, ab ins Portal. Genau. Ich würde den Endkampf so gerne nochmal machen. Okay, Warum denn? Wir haben es doch fast geschafft. Deswegen, also wir haben es auch gut gemacht. Weil es Spaß macht, deswegen. Warum denn? Spiel's normal. Ich wollte gerade sagen, es gibt immer noch Solo-Game. So. Alle cool. Am Umheulen hier. Nee, du eigentlich nur. Nö, ich sag doch, ich bin glücklich, bis jetzt bis das normal zu machen. Ja. Ich würde es jetzt langsam beenden. Ich bin auch happy, dass wir es vielleicht echt gleich geschafft hätten. Okay, ich wurde übersprungen, glaube ich. Ne, du hast doch angegriffen. Okay. Das war jetzt nur die Cutscene von dem Imperator. Ah, okay. Der hat aber auch nur noch 22 Leben, der Typ. Ja gut, aber jetzt können wir ja alle reingehen. Wie gesagt, ich bin noch in der Battle Phase. Ich kann nicht rein, solange hier dieser Wasserelementar und dieser Täuschungspiste nichts macht. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit machen soll. Mit dem Elementar? Kannst du da auf den Drachen nicht auf Ruf hauen? Ich hab keine Fernattacke. Na, kannst hau irgendwas auf den Drachen ruf. Oh, stehst du genau in dem Kreis drinne von dem Schiff. Oh, siehst du. Mehr Schaden als Jusen gemacht. Fuck you. Und bei einem Zauberträger der Stufe 3, ja. Jo. Ja, nice, und der hat sogar den Schaden getankt von dem Drachen. Was jetzt? Achso, jetzt seid ihr hören. Sind die Laser von dem Stein, oder? Ja. Ist jetzt aber die Frage, kann das angreifen? Greift ich kann nichts dazu sagen. Ich habe immer wieder Schwarzbild und das läuft jetzt immer hin und her. Das ist echt. Ja, cool. Ich kann auch nicht wirklich mit reinjoinen. Wir haben es verstanden, Jusen. Du kannst nicht mit reinjoinen. Warum auch immer. Ja, Palle ja auch nicht. Naja doch, wenn wir da oben an das Portal kommen, dann können wir da alle durch. La 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 la. Du kleiner Wixi, du. Küsslich, du. So. Oh, 50%, dass das klappt.
Okay, ich bin drinne. Schön. Auf das Gehirn. Ich schau auf das Gehirn. Ach, das war so klar, das sind nur 50%. Ich muss erstmal ein paar Meter runterlaufen, damit ich guten Nahkampf mache. Aber egal, ich werf meinen Speer. Ey, komm nicht rein, ich muss ein bisschen runter. Diese TNOTL-Wechsel finde ich echt scheiße, ne? Echt jetzt? Das hat nur 10 Schaden gemacht? Digga, ich habe mit einer Attacke angegriffen, die über 100 Schaden macht und habe bis 20 gemacht oder so, oder 25. Oh, ich als mich Reaktion auf Schaden entfesselt das Hirnbeben. Mhm. Hirnbeben macht 10 bis 60 Schaden. Was für ein Umkreis? Wäre halt geil, was für ein Umkreis? Wenn wir da alle fresh reingekommen wären. Was für ein Umkreis ungefähr, David? 30. 30. Hm? Das ist die ganze Arena hier, wenn du drin bist. Ja, ich bin schon drin. Ich überlege gerade, ob ich mich irgendwie mit dem Teleportationspfeil ein bisschen weiter nach vorne mache, aber der ist... Krass, also Nahkampf wäre vielleicht nicht gerade die beste Idee, Linker, in der Fall. Aber ich werde trotzdem einen Fall nehmen und wenigstens eine Stufe runtergehen. Und ich glaube, hier wäre ich noch safe. Na scheiße. Kicken wir mal. Ich glaube, ich habe mich genau in den Kreis hier teleportiert. Ich weiß es aber nicht genau. Steht da so ein bisschen da unten drunter. Vielleicht hilft ja, mir das. Hallo, ich bin da unten. Wo bist du da unten, Alter? Ja, naja, ich dachte, ich bin da ein bisschen geschützt vor dem Beschützen. So, also wollen wir ihn alle drei gleichzeitig angreifen? Vielleicht ist dann nur eine Attacke. So, nochmal gucken, bin ich mal gespannt. So, also ich könnte draufklicken. Was bei euch? Nee, du redest nur mit keinem eigentlich. Eigentlich redest du nur mit dir. Also, nein, ja. Ich bin ja auch beim Gehirn und ich kann leider nichts mehr machen. Richtig, ja. Deswegen. Und meiner kann auch nichts machen. Nein! Okay, dann greife ich jetzt an und eventuell kriegen wir Schaden. Richtig. Kann sein, ja. Oh, man sieht's. 18? Wow. Machst du denn nicht verkehrt? Ich hätte 75 Schaden machen können. Ja, hätte ich. Digga, ich hab dir gerade eben gesagt, ich habe eine Attacke gemacht, die über 100 Schaden macht und hab nur 20, 25 gemacht. Was denkst du denn, was hier passiert gerade? So. Und immer wenn wir den angreifen, dann kriegen wir halt auch Schaden, ja? Naja, rundrum entsteht so eine Bebewelle, sag ich mal. Und die gibt es schon. Deswegen müssten wir eher Fernkampf machen. Deswegen war auch dumm, dass ich mit dem da dicht dran bin und wir alle runter dicht daran sind. Denke ich. Mhm. Aber wenn wir ja eh ganz anders reingekommen wären, wenn wir ja viel schneller da hingekommen wären, dann hätten wir uns ja den ganzen Spaß hier sparen können. Aber es ist ja auch vollkommen egal. Wir gucken einfach, was passiert. Okay, das Problem ist einfach, dass wir wieder. Man kommt mit dem Begleiter nicht rein, David. Oh, wir müssen. Der macht beenden. Mach die Begleiter hier draußen irgendwas, ja. Genau, du kannst den Drachen gerne mit an. Okay, dann nicht. Ja, der Drache ist zu weit weg, was soll ich machen? Soll ich ihn angreifen? Willst du mal ein Stück dich da rangehen? Nee, es ist ja schon mein Bewegungstempo. Da hinten spawnen noch welche. Komme ich da mit den Dornen ran? Nee. Ne, die Dornen liegen da aber gut wegen den drei Viechern hier. Ja, ne, ich könnte das. Oh, doch, ich kann ihn noch treffen und die drei Viecher. Mal nochmal schauen. Oh, nice. Drachen haben wir fast down. So, der Imperator ist jetzt dran. Mann. Ist man nicht. Ich hab mich jetzt mal für ein, zwei Runden schlafen gelegt. Danach habe ich wieder volle Power. Ich hoffe, es funktioniert, ja? Es sah lustig aus, ich weiß, aber ich habe das jetzt einfach mal gemacht, ohne es mit euch abzusprechen. Er ist in Ohnmacht gefallen. Ja, wie es aussah. Also. Wenn man nicht draufgehen soll, ist das das Einzige, was mir jetzt sinnvoll kam. Wegteleportieren, dick Schaden machen, schlafen. Alles gut. Ja, das Gehirn macht ja anscheinend so jetzt keinen Schaden, ohne dass man ihn angreift.
Richtig, und weil ich gesehen habe, er hat zwei von diesen Tränken die ganze Zeit dabei gehabt. Oh. Das hört sich doch gut an. Denke ich mal, ist das doch vielleicht die beste Situation. Perfekt, ja. Wer ist dieser Wasserelementar? Auch Peiler. Ich hab den Drachen von mir aus. Ja, mach da doch. Mach jetzt! Bella. Hab ich doch schon. Ich teleportiere mich bloß nochmal weg wegen den Tentakeln. Ja, die Spurten, nice, sind tot. Nice, alle tot. Und der Schaden, der hat nochmal Schaden gekriegt. Den Säureschaden. Ja. Er geht gleich down. Nee, jetzt haut er ab. Der haut ab, der Feigling. Warum ja, kommt. Alter, bei mir ploppt das jetzt auch die ganze Zeit. Alter. Ja, bei mir auch die ganze Zeit schon. Alter, kann ich nicht hingucken, das ist ja richtig. Ja, da muss man. Kriegt einen halben epileptischen Anfall, da regt er die viel. Ja. Warum sollen wir kapitulieren, Alter? Die Hälfte von dir ist weg. Du bist lächerlich, wie du da bist. Oh, weil wir taktisch nicht klug gehandelt haben und viele Fehler gemacht haben, aber wohl mehr vorbereitet waren, als wir selbst uns zugestehen. Taktisch perfekt. Fehler minimal. Ich weiß nicht, wo der Problem ist. Minimal. Also, man hätte es zu 50% besser machen können. Oh, ey, das wechselt so schnell hin und her. Man weiß gar nicht, wo gerade was weggebrochen ist und passiert ist. Okay, das, was rot leuchtet, bricht weg. Okay. Warum können wir jetzt keine Verbündeten eigentlich mehr rufen? Ja, weil wir das schon einmal gerufen haben. Nee, Peiler kann das noch, aber wir sind drin, wir können die nicht mehr rufen. Die kommen nicht ins Gehirn rein. Ich bin schon drin, gerade wo du es gesagt hast. Okay, also passt auf, die rot leuchtenden Steine, die brechen weg nächste Runde. Aber das heißt ja, er kann sich nicht bewegen. Also wenn ich um den jetzt rum eine AOE-Attacke mache, die eine Weile hält, kriegt er doch immer wieder Schaden, oder? Eigentlich ja. Er ist aber in der Luft, wie ein Eissturm müsste ja theoretisch funktionieren, oder? Ja. Er ist aber in der Luft irgendwie so, ich weiß nicht. Nee, ich treffe ihn 100%. Okay. Und ich kann den auch so setzen, dass er euch ja nicht trifft, wenn ihr unten rangeht. Kann ich. Warte, ich mache ihn hier hin. Oh, nice. Peiler ist tot. Jupp. Okay. Aber ich habe Schaden gemacht. Immerhin. Was seid ihr mit dieser scheiß Kugel? Man kann gar nicht gucken, was die kann. Ach du oh mein Gott, Alter. Ich hab die ganze Zeit ein Pfeil drinne, Ziel des Drachentöters. Das Ziel muss ein Drache sein. Ja. Cool. Achso, nicht nur ich bin tot, mein Inquisitor ist auch tot, ne? Also mein Dude. Oh, cool. War nicht ganz gerafft, bin ich ganz offen und ehrlich, wie es passiert ist, aber ja. Oh cool, ich habe keinen Schaden gekriegt mit dem Pfeil. Nice. Also auch wieder gut zu wissen. Ja, ups. Ja, Pfeile sind echt. Ja. Oh, damit kriegen wir tot. Und Rauchbomben habe ich gemerkt. Mhm. Rauchbomben sind auch ganz gut. Also Utility einsetzen. Die Pfeile und ja, die ganzen. Ich glaube, schaffen wir, oder? Ja, ne, klar schaffen wir das. Drei Runden haben wir noch, bevor es sich aus den Ketten befreit. Also, so, jetzt nicht angreifen, sondern... Was? Wieso nicht? Doch, da angreifen, aber du musst berechnen, dass du Lebenspunkte abgezogen bekommst. Nee, außer ihr benutzt die Pfeile, die ihr habt. Oder so, ja. Ja, das kann ich ja nicht, das ist ja die Sache. Achso. Oder Bomben, falls wir Granaten. Falls wir dann gleich das Ende erreichen, wollen wir es trotzdem nochmal spielen? Dann haben wir noch Zeit. Hast du es? Okay. Denn wohl nicht. Nee, Peiler, also ganz ehrlich, ich würde was fertig machen jetzt. Digga, wir haben es jetzt vielleicht fertig. Deswegen frage ich ja, ob wir es vielleicht gleich nochmal machen wollen.
Wir schauen mal, wie lang es noch geht. Können wir ja danach klären. Okay. Alterus, du und dein Lover. Da lebt er wieder. Vielleicht müssen wir den Imperator jetzt auch noch töten, weil er größenwahnsinnig wird. Ich glaube nicht. Okay, komm, lass ihn killen! Ja! Ich bin dafür. Alleine schon wegen der Entscheidung will ich es halt gleich nochmal spielen, damit meine anderen noch drücken können. Digga, normal spielen wäre wesentlich schneller. Das dauert ja jetzt keine Stunde mehr, da sind wir eine halbe Stunde durch. Sagst du. Bin irgendwie der Einzige, der heiß drauf ist. Was sagt ihr denn? Bitte stimmt alle ab. Ja, David nimmt jetzt auch das andere, wa? Hier, den könnt ihr euch mal anal einführen. Du hast dich deine Freunde ausgesucht vom Zocken, sorry dafür, aber das ist unsere Meinung. Wie ist deine Meinung? Ja, no, no, okay. Wie ist entscheidend? Okay. Gemeinsam. Did cross my mind, but whoever becomes the absolute faces of war, the entire Githyanki army, strong as we are, they are legion. I cannot be sure of surviving. Putzen einfach. Kurz und einfach. Der macht wenigstens drittens ja eine schöne Beziehung mit dem aufbauen willst hier. Ja. Ich überlege halt wirklich, ich finde zweitens und drittens eigentlich am besten. Na gut, für zweitens hat sich keiner entschieden, denn im drittens oder erstens. Na okay. Ach, ich darf 9-mal würfeln. Naja, das wird ja was. Ja. Gut, der Stream ist ein paar Sekunden hinterher. Hm. Hast du schon gewürfelt, Peiner? Ja. Einmal, ja. Jetzt sind es nur noch 3. Gerade eben stand da doch gerade eine 9, ne? Ah, jetzt aber. Das riecht auch cool. Ja, klar. Yes, I suppose that's true. Let's do it. Let's do it. Oh, ich herrsche mit meinem Dude über alles und ihr alle geht jetzt drauf. Finde ich mega. Wieso dürfen wir nicht Teil eures Plans dabei sein? Weil die ganze Zeit nur die Rede zwischen mir und ihm war. Wir waren ja dabei. Rückenstärkung ja, und so. Wenn man über 2 Leute redet, können es nicht auf einmal 5 sein, weißt du? Nee, nur 4. Geht nicht. Kannst du nicht zählen, mit dem Imperator sind wir 5. Das ist ein Hurensohn, den verraten wir, wenn es geht. Okay. Wir haben sowieso alle verraten, die jemals auf unserer Seite waren. Nein, nicht alle, aber sehr viele. Ja, wir sind voll die Netten und hinter uns. Pip, ja! Zack, zack! Zack, zack, Edwin. Wir haben sogar ein Spenden. Zack, zack. Ey, das Schlimmste, was ich persönlich finde hier in dem Game, wir haben ein Spendenhaus ausgeraubt, Alter. Das ist das Schlimmste eigentlich. Ist mir egal. Wir kontrollieren jetzt die Welt. Hier gibt es keine Spendenhäuser. Lächerlich, kriegen wir alle weg. Die gehören ja zu uns. Achso. Macht alle mit. Hast du überhaupt irgendwas gerafft, was gerade passiert ist, Houston, Alter? Ich wusste nicht, dass diese Flugzeuge auf immer auch auf unserer Seite sind. Digga, wir beherrschen jetzt alles. Okay, okay. Alles. Cool. Ja.
Ey, ganz ehrlich, das haben wir gut gemacht. Das haben wir richtig gut gemacht. Ich hätte trotzdem Bock, das gleich nochmal zu machen. So, Credits. Guckt sich die gerne Sau an. Ich will wissen, wer es an der 5000. Stelle. Das hätte ich gerne gewusst. Ja, guckst du an. Ich wollte gerne wissen, wer die Papierkörbe ausgeleert hat. Wer war eigentlich der Hausmeister die ganze Zeit? Richtig, das würde mich mal wirklich interessieren in so einen Sachen, ne? Der gehört ja mit dazu. Ja, der hat die ganze Scheiße frei sauber gehalten. Ja, ging es euch mal schlecht und ihr habt in den Papierkorb gekotzt. Wer hat's weggemacht? Der Hausmeister. Ja. Also wie ist jetzt die Frage? Wollen wir es nochmal machen? Nochmal neu laden und das nochmal machen? Oder? Ich würde schon, um auch gerne noch ein anderes Ende zu spielen. Aber wir sind eine Demokratie. Ich bin für. Ich passe mich der Mehrheit an. Wow. Ja, ich bin da offen. Super. Wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, das nochmal zu zocken, aber. Wenn sie mir jetzt sagt, so, nee, gar keinen Bock so, zum Beispiel David und... Es geht doch wesentlich schneller. Gleich mal die Verbündeten rufen, gleich außen rum gehen und so, dann können die Verbündeten mit dem Drachen kämpfen und wir gehen gleich innen aufs Gehirn. Das geht doch wesentlich schneller. Also Pai ist auf jeden Fall sehr stark dafür, dass wir das nochmal machen. Ja, von mir aus, wir haben ja noch Zeit ein Stück, ja. Muss David was für ein Ende willst du jetzt machen? Komplett egoistisch, oder was? Also, soll ich jetzt laden, bevor wir hochgegangen sind, oder wo wir schon oben waren? Ne, wo wir oben waren. Ja, okay. Warte. Also im optimalsten Fall nach dem Kampf. Wenn du da was hast. Nach welchem Kampf? Na, nach dem letzten jetzt. Nach dem zweiten, bevor wir in den Endkampf kamen. Na, oder nach dem Endkampf halt. Wo wir da vor dem Gehirn stehen. Dann können wir da nochmal ein anderes Ende spielen und dann ist gut. Digga. Na, also vor der Auswahl. Welche Stelle meinen wir jetzt? Bevor der Drache gespawnt ist oder danach? Danach. Bevor. Siehst du? Aber die Verwirrung im Vorhinein. Ne, ich hab doch gerade gesagt, wo wir vor dem Gehirn stehen. Dann einfach nur, um das Ende nochmal zu spielen. Also jetzt so ohne den Kampf da. Na, Peiler will ja aber den Kampf ja nochmal machen. Ja, das weiß ich. Weil ich die Verbündeten nochmal rufen will, damit man sehen kann, wer da kommt. Ja. Und die kommen doch eh nicht durch bis zum Gehirn durch das Portal. Die bleiben okay, ja alle da. Komm, Peilers Wunsch wird erfüllt, fertig aus. Ich habe ja nur meine Meinung gesagt, was ich gerne haben möchte. Ja, aber ich habe schon verstanden, dass du das eine meinst und ich habe verstanden, dass Peiler das andere meint. Naja, dann such dir doch jetzt eine aus und eine süd. Achso, das reicht, ist wieder entscheidend, dann meckert einer von euch beide. Nein, einfach nur Peiler sein Dings. Können wir einfach nur Peiler sein Gedanken machen? Gleich den Spielstand, danke. Gleich wird hier gar nicht mehr gespielt. Mein Gott, Alter, Leute. Jetzt kommt rein. Ja, das wollen wir nochmal laden, aber das Einzige, was Toilette und alles, ne? Mann, der keine Meinung hat, hat das größte Maul, Junge. Nee. Natürlich. Der keine Meinung hat, hat das größte Maul. Ich glaube, an deiner Stelle wäre ich ganz ruhig. Digga, warum überhaupt Neuland ist wegen Peiler? Also lass dir doch deinen Wunsch erfüllen. Fertig aus. Fertig aus, Junge. Bleibt alles so, wie es ist. Dass wir dann noch so lange diskutieren. Also wirklich. Ich geh auf Klo, ihr könnt jetzt auf mich warten. Ja, ich geh jetzt nochmal auf Klo. Ey, lad mal den Spielstand und jetzt bis gleich. Ja, okay, bis gleich. Tschüss. Jetzt einfach gleich die Verbündeten, dann mach ich das Ding hier alleine, ich brauch die eh nicht.
Okay. Wie ist denn überhaupt Pyre sein Plan? Weiß das jemand, oder? So. Ich hab den Drachen schon mal 80 Schaden gemacht. Okay. Warte. Ach, ach scheiße. Ich hab auf das falsche geklickt. Du darfst dich schon frei runter, dann mach ich das mal auch. Oh. Ja. Ich hab dem Drachen mit dem Drachentöter-Ding 80 Schaden gemacht. Reicht doch. Und jetzt lauf ich da hoch und killer die Typen da oben weg, alle. Hast du einen Drachentöter-Pfeil gehabt, oder was? Ja, einen Drachentöter-Pfeil. Hab ich doch vorhin gesagt, dass ich den gehabt hab. Mies, den hätte ich auch gerne. Ich hab nur so Tier und Humanoid und Monster, geht alles halt nicht. Ja, aber den Humanoiden-Dings kannst du ja mal gucken, ob du den auf die Viecher unten rum machen kannst. Ja, stimmt. Dann weiß ja nicht, ob das Humanoiden sind. Nee, C muss Humanoid sein, schade. Okay. Also, das sind leider keine Humanoiden. Gegenmaßnahme Barbar, Waldläufer. So, das sind irgendwie Kreaturen oder was? Vielleicht Unhold? Nee, muss Unhold sein, okay. Diese verdrehten fremden Wesen sind von jenseits des Multiversums. Nee, Aberration heißt das. Monster geht auch nicht. Nee, ja. Nee, ist eine Aberration, das geht leider nicht. Gut. No. Wenn Pyler dann gleich da ist, dann spawnt er erstmal die Verbündeten, oder? Kannst du da auch schon machen. Aber dann sieht das nicht, er wollte es doch unbedingt sehen. Achso, okay. Ja, soll er so spawnen. Deswegen starten wir es doch neu. Ja, soll er so spawnen, ist in Ordnung. Ja, ansonsten usen und hau deine Speere da drauf. Eine was? Dann hau deine Dings da, deine Speere da auf den Drachen. Ist ja vorhin auch gemacht. Ja, aber jetzt weiß ich ja, wie es so ein bisschen weitergeht, da kann ich doch mal gucken, oder? Kannst du gerne gucken. Mach was du willst. Erstmal mal, ich Bärenstärke. Okay. Ah, scheiße. Nein! Warum schon? Ah, ich schon. Ja. Warum, David? Warum? Weil du langsam warst, Junge. Warum? Ja, jetzt müssen wir warten. Ja, ich wusste nicht, dass Pyler das Ding ist. Wieso weißt du das denn nicht, David? Also ganz ehrlich, wir spielen das Spiel jetzt 120 Stunden. Also und jedes Mal, David, wenn du dich teleportiert hast, musste Pyler seinen Arkanschutz machen. Und immer wieder musste er den Arkanschutz machen. Und du machst diese Scheiße, Alter. Projiziert das Schuss, du Blabbo. Digga, ist mir scheißegal. Du hast Kacke gebaut und da musst du jetzt auch mal die Suppe auslöffeln. Nur sonst Dienstag, du bist eh schuld. Alter, wirklich Dienstag, Scheiße. Ja, okay, es tut mir leid, ich bin doof, ich wollte es nicht. Ja. Warum hast du mich nicht gewarnt, dass ich das nicht machen soll? Ich wollte, aber ich war schüchtern, weil du bist immer so frech manchmal. So. Ja. Nicht reagieren. Hat er getan. Darf ich denn jetzt erst wieder meine Eiswand machen? Digga, wir lernen wegen dir. Du mach was du willst, Alter. Ah, okay. Diese ganze Ebene gehört jetzt nur dir. Wir machen jetzt deinen Willen, Junge. Okay. Willst du denn erstmal die Verbindung rufen? Gucken, wo doch die spawnen?
Wäre eine Idee, aber lass sie da nicht reinreden. Verbündete, Verbündete. Verbündete Rufhenne. Okay, dann kann man sich was aussuchen. Dann such dir mal was aus. Den können wir uns denn aussuchen? Och Mann. Können wir da nicht einfach draufklicken? Kann man meistens, ja. Beschwörten Bogenschützen, das nächste. Waffenkämpfer. Waffenkämpfer der Stadtwache, okay. Oh. Heilrufer, Heilung, ja, weiter. Ich war für das letzte. Paladin ist nicht schlecht und Paden teilt da eventuell aus. Kann ihn hinrufen, wo ich will. Also kann ich erst meine Eiswand machen? Doch, Jusen, sag mal, was du willst. Nimm meine Hunde hin. Mach, was du willst, Junge. Wir warten ja nur aufs Portal eigentlich. Also 4 Runden müssen wir eh warten, Junge. Wie nee, geht's, Junge? Wir müssen nur warten, mach das Beste, mach das Schlechteste. Wir müssen nur warten, bis der Imperator da das Gehirn unterworfen hat. Ach Mann. Stimmt. Hat nicht ja, mit dem Imperator am schnellsten so, beziehungsweise so schnell wie möglich da hin. Ach, geht nicht. Was gehört, Peiler? Mit dem Lava ganz schnell zum Portal da oben. Ah, boah, ja, ich hätte mich auch mit dem Imperator nach hier teleportieren können. Ja, ja, aber der Schaden. Wäre schon gut, wenn er nicht so viel Schaden frisst. Ja, denke ich auch. Nur 2 bis 16. Ja! Ja, aber da drum steht ja nix. Also da sind 3 Tentakeln und 2 Typen. Also ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass die den Imperator angreifen. Na gut wäre, dass wir auf einer Seite vielleicht nur hochgehen. Damit der Imperator... Ja, dann rechts lang. Dann geht die rechts lang. Da ist am wenigsten. Wir müssen die 4 da oben erstmal fertig machen. Richtig. Bin ja schon aber dann auf rechts lang, weil links ist mehr Gegner auf jeden Fall. Deswegen, lauf nach rechts, alles gut, alles wunderbar, die Welt läuft flüssig. Atme doch mal durch die Hose. Schön, David. Wie hast du das gemacht? Ich bin ein Zauberer. Ein Zauberer? Ich dachte, du bist lila. David ist lila. Ja, ist er eigentlich auch. Aber nur bei Worms. Da bestricke ich mich selber mit. Hä, warum kann ich das nicht bei der Feuerwirkung? Das ist so dämlich. Na gut. Es ist so dämlich, aber na gut. Kannst du den angreifen? Okay. Heilerot! Also rechts lang, ja? Oder links? So, vorne ist ja noch keiner, wa? Alex ist links, dann gehe ich nach links. Besser wäre rechts, weil da sind weniger Gegner, glaube ich. Nee, rechts sind mehr Gegner, Jusi. Okay. Links sind gleich gar keine Gegner mehr. Ich schau ihn. Pack gleich mal aus. Kannst du mit dem noch irgendwie einen dicken Angriff machen? Wenn ich nicht spurten würde, ja, aber jetzt habe ich schon Spurten gedrückt. Alles klar.
Alles gut, du musst nur zum, mit dem Typen zum Portal und das ist das Wichtigste. Wir können ja eigentlich alle auch hochfliegen, doof gesagt, sag ich mal. Den protecten, im schlimmsten Fall der Fälle. Bin noch schon dabei. Wir müssen ja sowieso so schnell wie möglich nach hinten ins Portal. Oh. Ich versuche erstmal hier die paar Bastiados abzulenken. Macht das. Ich hab ja schon 80 Schaden auf den Drachen gemacht. Ja, ist doch okay. Ich hätte nur 37 oder so. Und Schaden ist Schaden. Okay, David, wie viel Schaden hast du schon mal am Drachen gemacht? Komm, rundenbasiert, gucken wir mal. Ist so. Rundenbasiert ist Killer. Nur weil du leuchtest, deswegen gewinnst du gegen mich rundenbasiert. Du kleiner Stricher. Jetzt fängt er an zu weinen. Jetzt fängt er an zu weinen. Also. Ja, ja. Ja, ja. Zeig dir gleich, wie ich weine. Okay, erstmal auch Supporter, sagt er. Ja, guck mal, der ist. Bringt dabei! Verdient. Okay. Betteln sie sich. Man lächerlich. Villa, der hat gerade 25 Schaden bekommen von mir und wir sind zusammen. Also von daher. Oh, alle blind. Ja, Alter. Ah, jetzt kommt der auch noch mit nach oben, der Idiot. Ist ja egal. War platt. Ist doch egal. Gelegenheitsangriff. Nice. Oh. Okay, es sind mal nur Gegner drin, okay, ist ja auch anstrengend. Oh, Alter, oh. 83, Alter. Oh. Alter. Okay, auch weg. So ein Frosch, der hat da zwei Leben. Eins. Was macht der Drache? Nein! Auf mich wieder! Nee. Nee, auf Pyla. Was, ich hab mal keinen Schaden genommen. Nice. Oh nein. Alter. Boah, David ist keine Bestie mehr. Doch. Achso, doch, bist du noch? Okay. Ja, 7 Leben. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Alter. Oh nein. Achso, okay. Das ist okay. Ja gut, in dem, durch die Mitte gehen ist jetzt so nicht die beste Idee. Hätte ich doch leer aus. Aber ich dachte, ich könnte im nächsten Zug mich einfach teleportieren und das bin ich ja schon drüben. Falsch gedacht. Ich kann auch jetzt. Ich kann auch noch einen Verbündeten rufen. Hat einen Bogenschützen. Ich habe noch keinen gerufen. Ah, ich könnte mich heilen. Okay, ich könnte jetzt ein Teleportationsding nehmen und nach oben flattern. Aber wer ruft jetzt noch einen Verbündeten? Man kann nach einer Aktion, so wie ich gesehen habe, keinen mehr rufen. Das kostet eine Aktion, aber ich könnte jetzt alle erstmal einmal heilen. Mach das. Obwohl, ich kann mich mehrmals anklicken. Wie gesagt, ich muss mich halt auch langsam nach oben bewegen und für mich wäre halt die Frage, wer halt die Verbündeten ruft oder ein oder zwei, um dann zu gucken, ob ich mit einer Schriftrolle oder Fliegen noch überhaupt weiterkomme. Okay, also den vor mir müsste ich wenigstens noch wegkillern, dann könnte ich wunderbar nach oben fliegen. So, würde denn noch einer einen Verbündeten rufen, oder? Ich könnte jetzt hoch zu dem Typen fliegen. Zu dem... Feuer... Nee, Eistyp ist das. Na dann. Dann könnte ich nochmal Heiligtum auf mich machen, aber dann greifen die mich nächste Runde hier oben auf jeden Fall erstmal nicht an. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich?
So. Anzugreifen, das bringt alles nichts. Eigentlich muss ich so schnell wie möglich nach oben. Kannst du vielleicht... Achso, ne, Sport. Ja, du musst ja sporten, ne? Aber du kommst jetzt an den beiden hier nicht vorbei, oder? Na, ich könnte mit Fliegen würde ich auch bis hier so hinkommen. So, du selber jetzt, oder was? Mhm. Achso, ich dachte mit dem Imperator. Nee. Ich überlege ja immer noch, was ich mache, aber hier stehen zu bleiben macht halt überhaupt keinen Sinn, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich muss ja schnell möglich nach oben kommen und wenn ich mich jetzt hier hin und wenn ich mit Spoten nochmal fliege, dann komme ich wenigstens irgendwo vielleicht hier nach oben. Jo, könntest du schaffen, ja. Ich habe den einen hier oben schon mal ganz gut angefragt, der hat nur noch 17. Oder kann ich jetzt auch schon Spoten machen und dadurch noch... Nee. Ne, flieg erstmal und dann guck erstmal, was du machen kannst. Ja, mega. Ja, ist halt so. Na. Hatte kein Glück. Kann mir jemand Bescheid sagen, wenn ich dran bin? Ich versuche es trotzdem. Mega. Da steht doch Verbündeten rufen. Warum kann ich ihn jetzt keinen rufen? Das kostet eine Aktion jedes Mal. Oh, okay. Durch das Festhalten ist das wohl das Problem. Deswegen leuchtet das auch noch. Ja. Aber ist egal. Nächste Runde sind wir oben. Wer ist dran? Yuzi? Komm hier nach oben. In der Richtung, wo ich bin, geht's hoch. Das Ding ist, ich kann vielleicht eher so nach da hüpfen. Wie kann ich da mal irgendwie ist das Fliegen da unten bei mir weg? Wo kann ich das nochmal fliegen wieder reinsetzen? Musst du Tab drücken. Dann oben bei mir heißt der Zauber. Zauberspruch. Genau, und der bei allgemein oben. Ja. Und da müsste es bei sein, wenn du dann guckst. Okay, danke dir. Ja, hast du? Ja. Okay. Das ist schon so oft passiert. Wie gesagt, Yuzi, wenn du auch in die Richtung kannst, kannst du dich auch mehr in den Schild rein teleportieren. Okay. Oh fuck. Ach, Shani, warum bist du so nah dran? Kacke. Na, weil gut. Ich die hier oben schon angegriffen hab. Ja, okay, entspann dich. Kannst du deinen Speer nicht da runterwerfen? Wo? Oh? Na hier hin. Oder da, auf Tida. Na, oder trifft er den sogar? Ich glaube, das ist zu weit weg. Der ist zu weit weg? Ja. Ja, dann macht die Tentakel da unten weg. Welche? Das ist ja irgendein, da wo du rankommst. Ist egal, treff so viele wie du kannst. Ja. Ja, na, siehst du. Jena schon mal weg. Den Zaubertypi da hinten hast du neu getroffen, glaube ich. Weiß ich jetzt aber nicht genau. Da hast du jetzt Pyla getroffen. Sorry, Pyla. Mhm. War nicht mit Absicht. Okay, jetzt ist Pyla dran.
Oh nein, warum läuft es dahin? Was denkt ihr denn? Soll ich jetzt einen von den beiden, die bei Alex sind, angreifen? Soll ich versuchen, vorbeizukommen? Wenn du einen killen kannst und dann immer noch vorbei kannst, wäre cool. Nee, ich bin schon komplett gelaufen. Dann töte die. Wenn du ein Einzel-Damage machst, aber kein AOE im Besitz. Aber kannst du nicht Spurten machen und einfach links vorbeilaufen? Nee, er provoziert... Spurten machen und würde vielleicht denn dahin kommen. Aber er provoziert Gelegenheitsangriffe, wenn er da vorbeifliegt. Aber ein bisschen nee. Schaden ist ja okay, der kommt doch immer noch ans Ziel, oder? Er soll ja einfach so weit nach vorne wie möglich erstmal gehen. Ja, aber er kriegt doch dann mit dem Typen Schaden. Das haben wir doch letzte Runde jetzt auch schon gemacht. Wir wollen das doch jetzt so spielen, damit wir es vielleicht mal ein bisschen besser machen als vorher. Wenn er jetzt da vorne schon wieder hingeht, dann kriegt er doch wieder auf den Sack. Richtig, und wir sind doch gerade mal in der dritten Runde. Und sind schon fast da. Das letzte Mal hatten wir eine Runde mehr gebraucht, mindestens. Er kann doch jetzt hier vorne die beiden da töten, die neben mir stehen, wenn er es schafft. Dann kriegen wir ein bisschen weniger Schaden und sind besser bei mir hören. Wir müssen doch jetzt nicht auf Teufel komm raus zu dem Ding dahin. Und den Schaden ja, vielleicht fressen. Vielleicht einen töten, Alex. Aber beide? Ja, ich sag's ja nur. Durch, dass du dazwischen stehst. Halt ich sag's ja nur. Aber jedes Mal machen wir dasselbe. Alles gut. Wir werden entspannt. Wir gehen erstmal weg und machen den Weg frei. Alles gut. Die gehen nicht beide drauf. Ja, dann mach, Dicker. Was denkst du denn, Alex? Vielleicht auf dem mittleren hier ein Kettenblitz? Der geht vielleicht noch nach unten bis auf die Tentakeln? Na, hoffentlich geht der Kettenblitz auf den, auf den anderen da hinten. Das wäre das Optimalste. Das kann ich. Dann müsste ich vielleicht auf den schießen. Damit das passiert. Ja. Kann ich nicht. Dann hau den 17er auf jeden Fall weg und im besten Fall geht der Blitz noch woanders hin. Ja, genau. Ja, aber den ersten, den ich treffe, der könnte bis zu 80 Schaden kriegen. Wenn ich das auf den 17er haue... Aber der soll ja so oder so weg. Aber bis zu 80, heißt nicht, dass es fest ist. Ja, dann mach da auf den. Ist so in Ordnung. Hau ruft auf den. Probiert. Ja, wie gesagt, so eine Sachen wie schlafend wären noch oder ich könnte einen einzeln wegmachen. Mach den Kettenblitz. Ja. Okay. Und den Kettenblitz jetzt auf... Auf den vorderen, auf den mit dem meisten Leben. Ja. Nee, nicht gut. Warum? Ne, dann mach auf den hinteren. 35, bei den hinteren 64. Ne, dann mach 64, das ist so groß. Perfekt, nur tippitoppi. Hat auch ein bisschen Schaden gemacht. Hat zwar ihn nicht getroffen, aber sonst... Aber rechts hast du einen weggekillert, glaube ich. Ne, der Tentakel, ja. Ich hab den gekillt und die Tentakeln. Ja. Nee, Mann, hast du 37 Schaden gemacht. Ja. War es schon mal wichtig, dass der jetzt weg ist, weil dann macht der keinen Schaden mehr. Richtig. Und wenn die jetzt hier weggeht, provoziert die auch nochmal Gelegenheitsangriffe. Von mir. Vielleicht ist ja ein Crit dabei, mal gucken. Warum greift der Gelte gerade den Gegner an? Ja, beschützt ihn. Sehr gut. Ja. Da hat jemand auf den Weg. Okay. Ja, der greift den Wald an. Nicht ich sag ja, irgendwie greift gerade Gegner gegen Gegner an. Nein, der hat den Wald, den Holzschrater angegriffen. Ja. Du Klumpen. Ja, aber dieser Wozilla hat vorher den anderen angegriffen. Nein, der hat den unseren Holzschrater angegriffen, du Klumpen. Nein, pass doch mal auf. Der Drache, aber davor hat dieser Wozilla. Nein, der hat auch. Angegriffen. Nein, der hat auch den Holzschrat angegriffen. Glaube ich nicht. Leute.
Cool. Alex ist tot. Jo. Ne, ich bin in der Nähe, alles cool. Ja. Soll ich dir jetzt mal hochhelfen, Jolien? Wäre eine Option. Okay. Wenn du gewinnen willst. Nee, nee, lass sie nicht liegen, okay. Okay, ihn nicht im Nahkampf angreifen. Ihn nicht niemals im Nahkampf angreifen. Vor euch, den Dude. Ach so. Der hat ein Feuerschild an. Das macht 2 bis 16 Schaden, wenn ihr jetzt angreift. So, ich bin jetzt hinter ihm. Ich kann ihn jetzt noch angreifen. Genau, haut ihr erstmal drauf. Dann kann ich noch gucken, ob ich ihn vielleicht mit einer ganzen Attacke platt machen kann. Ich kann das schmachen. Bin gerade erst hoch hier. Hochgeholfen worden. Ja, ich hab schon gesagt, dass Peiner nicht zu nah ran, dann lass ich's lieber. Ja, ja. Ich habe ja noch voll die fetten Sachen eigentlich. Dann knack ich ihn jetzt das Hirn von hinten weg. Ticket. Warte, hatte ich das nicht noch als Zauber? Zauber. Nee. Nee. Was soll das, eine Aktion? Nice. Weg ist er. Sehr gut, Peiner. Dann kommt mal ran da. Kurz bloß Spoten hat er jetzt bei mir rausgehauen. Ach ne, er ist erstmal dran. Okay. Dein Wasserelementar, kann der auf den da gehen? Ja, kann er. Mach Mist, die können sich ja wehren. Okay. Dann auch nicht. Aber ich glaube, nächste Runde können wir es kicken. Oh. Wenn Peiner mit seinem komischen Loverboy da an das Ding daran geht? Oh. Ich kann es jetzt nun nicht mehr einsetzen, aber ab nächster Runde ja. Oh. Okay, aber dann braucht er auch noch 3 Runden dafür. Und wir müssen ihn erstmal protecten. Ja. Und da wird einiges kommen. Aber erstmal ist hier dieser komische Feuerdude noch am Stürz, so meine Sinn. Ich hab gedacht, ich kann nochmal springen. Egal. Lauf durch. Des Kolossus. Mhm.
Verstehe ich nicht. Er springt vor euch. Theoretisch hätte man noch zuschlagen. Eigentlich hättet ihr doch von einem Instinkt her zuschlagen müssen. So wie wenn einer wegläuft. Also, so vom logischen her. Der Computer. Der Computer ist schlauer als ja. 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 Da immer auf, nicht auf den. Oh, wir haben dem ja gut Schaden gemacht. Ja, stimmt. Ist jetzt noch besser protecten. Hoffentlich. Oh, notig. Oh, er hat nichts abbekommen. Nein, fliegt er jetzt noch hier rauf? Nee, okay. Hab es nicht abbekommen. Oh. Verbündete rufen oder nicht? Hat er doch schon. Ist immer eine Aktion. Oder? Nein, haben wir nicht. Achso, bis jetzt immer noch nicht. Okay. Weil wir alle erstmal hier hoch wollten. Na, das Heilen war eine Aktion bei mir. Das hatte ich ja schon eingesetzt, ja, auch von der Verbindung. Ah, okay. Genau. Ich will erstmal den Pille da hinten angreifen. Also einer von euch kann gerne Verbündete rufen, aber ich bin's nicht. Ja, oder Jusen, du, wenn du im besten Fall, wenn du einen tötest, dann kannst du danach, hast du ja noch eine Aktion, da könntest du den Verbündeten rufen. Ja. So, nochmal den. Töte doch erstmal den da. Den Paladin hätte ich halt gerne ausprobiert. Ach so, ihn. Angreift. Ja, okay. Zu spät. Ja, sorry, Pyler. Warum bin ich jetzt eigentlich nochmal betäubt? Aber wir waren letztes Mal auch. Soll ich einen Speer auf ihn werfen? Aber ich glaube, ich treffe Shaolin dazu. Na, den hier vorne brauchst du nicht angreifen. Okay. Den mach ich. Mach den nach. Hatten wir nicht so einen Zauber, dass wir einen schützen können, der die ganze Zeit gar nichts macht? Ja, Heiligtum, ja. Ja, na, wäre nicht gut, wenn wir Heiligtum auf den Dude hier machen. Ja, stimmt. Also mit AOE kann er immer noch getroffen werden, also sprich, ich glaube, der Drache macht immer noch Schaden. Aber ja, die schießen dann nicht mehr auf den, das ist richtig. Ich habe Heiligtum nicht. Wie viel Leben hat der Typ denn eigentlich, ne? 110. Was mache ich? Was mache ich? Ja, die anderen beiden sind ja auch noch da. Tja. Ja, aber Peile, heile dich auf jeden Fall, wenn es noch geht. Und schau den auch, wenn es geht. Ist ja schon ein bisschen abgefragt. Oh, meine Dryade schläft. Na dann, gute Nacht. Schlaf gut. Ja, danke.
Warum geht das jetzt nicht? Jetzt. Geh wach noch. Okay, du bist das. Kann der Wasserelementar auf den Drachen raufhauen? Oh ja, mach das mal. Und der Zwerg vielleicht auch? Gerade gefragt, wo mein Zwerg ist, aber der wurde ja eliminiert. Ja. Ungefähr so viel Schaden wie Yuzen gemacht hätte. Ey, ganz ehrlich, fuck you. Ich gebe ihm mein Bestes jedes Mal und ich werde nur gehatet. So. Und nein, es war nur die Hälfte des Scheiß, was ich mache. Okay. Der ist ein bisschen frech unterwegs. Aber kein Problem, krieg ich hin. Wenn ich irgendwann mal dran bin. David ist tot. David ist tot? Ja. Ja. Wurde gerade runtergestürzt. Oh. Ich würde sagen, die Runde läuft wohl doch ein bisschen schlechter als wie die davor. Weil alle liegen. Ja. Und David kann man jetzt auch nicht mehr zurückholen, denke ich. Naja, nee. David ist tot. So. Wenn er da runtergefallen ist. David ist tot, Dicker. Du musst von der Klippe gestoßen. Hä, ich hab doch nur kurz nach meinem Essen geguckt. Wer war das? Und hä? Der Drache war das, der hat dich runtergestoßen. Ja. Okay. Ich guck euch zu. Okay. Achso, ja stimmt, meine Charaktere sind ja auch alle tot. Naja, dann. Das ist doch perfekt, ich hab grad Essen aus dem Ofen geholt. Oh, ist ja nur noch der Drache. Du hast nur einen Fall gehabt, Drachentöter, oder was? Ja. Schade. Alter, hast du gesehen? 25! Der doppelte Schade, den ich sonst mache. Paya, den Folge kriegst du auf jeden Fall hin, oder? Nächste Runde? Da liegt ja noch einer. Ich hab gehofft, dass er so schon down gegangen wäre, aber leider nicht, nee. Den habe ich ja nicht gesehen, dass der da noch liegt. Ich meinte nur. Der kann doch ein bisschen frech werden, aber der hat nur 3 Lebenspunkte, alles gut. Cool. Na, ich wollte jetzt mal ein bisschen den Drachen töten, ne? Ja, ich war dabei. Mit dabei.
Ja, moin, Dragon. Oh, hat 17 Schaden gekriegt. Ich komme gegen diesen Scheißdrachen einfach nicht in Vorteil. Ich sehe keine Nähe. Ich sehe keine Nähe oder was? Ne, auch wenn er in der Nähe steht. Das ist einfach so ein Kackvieh. Kann da nichts gegen machen, gegen das Ding. Aber der Drache ist gleich down. Gleich sind wir drin. Gleich down hat mir gefallen. Ich hätte noch 111, Digga. Ganz schnell nochmal. Ah, okay, Cutscene. Bla bla bla, Tentakel bla bla bla. So, cool, ich war noch gemutet. Schon okay. Ja, Pilot ist auf Klo gerade, glaube ich. Ja, kann er nicht skippen, ne? Ja, so, ja. Ja. Naja, dann jetzt alle Rinder und dann können wir jetzt das kacke Hörner fertig machen. Danke. Boah, naja, wir müssen ja den Drachen jetzt nicht töten und hier draußen. Also. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich rein und gehören. Genau. Weg in die weg. Genau. Ich guck euch mal unten zu. Ah, du bist immer noch Death. Ja, war ein bisschen unlucky, dass du da gestorben bist, aber gut. Oh. Ah, da sind wir drin. Super. Sehr gut, Pilot. Denk, geh mit dem Inventar einfach rein. Er kann mit den Typen nicht rein. Er mit den. Aber Imperator ist doch was anderes. Nein, mit dem. Vor Wasserelementar soll er da runter. Zu einem Drachen. Ja, aber Imperator kann doch rein, theoretisch. Der ist doch schon drin, du Honk. Alter. Stimmt, der Imperator ist ja schon drin. Jetzt muss ich fragen, greife ich mit ihm auch an oder stelle ich mich eher weit nach außen? Du musst nur das Portal, Dicker. Wir müssen das Gehirn wegkillen. Außer dem Inventar, der muss weg. Hm.
Boah, der Wasserelementar macht ja nicht so schlechten Schaden gegen den Drachen, ja. Für so eine beschworene Kreatur gegen so einen krassen Drachen ist eigentlich schon ganz gut. Die Kamera wechselt ganz schnell hin und her. Okay. Noch paar Schüsse von oben, ja. Schauen wir mal. Okay, ich geh rein, oder was? Das ist der Plan. Alle drin. That's a friendly looking shadow. Okay. Okay. Hast du ja gerade so noch Glück gehabt, Alex. Gerade so, Alter. Ich hab doch gesagt, die roten, grünen Steine sind nächste Runde weg. Aber geht ja gleich down. Nicht, da wird Alex wütend auf mich. Ich hätte einen Meteor drauf machen können, Alex, da wärst du mitgestorben. Mach. Mach. Ist in Ordnung. Worin? Ich finde das auch nicht so schlimm. Okay.
Wenn Alex das sagt. Gut, ah, warte kurz, gehen. Warte kurz. Bevor du das machst. Wenn du noch weggehst, geht's auch. Guck, guck, musst gerade. Zu uns hoch. So, Jusens Höhe reicht auch die Plattform, wenn du es da, bis da hoch schaffst. Also bis hier reicht auch. Mach das jetzt. Ja. Nicht ganz gereicht. Nie ganz. Krieg aber auf jeden Fall Schaden jetzt von dieser komischen Kugel. Wenn der Imperator den jetzt nicht tötet. Also, ich bin dann auf jeden Fall mit dem Imperator mal ganz dicht dran. Damit ich den hartesten Schlag machen kann, den er hat. Und ja, welcher war das? Der hier. Also Yuzen und ich sind danach auf jeden Fall tot, wenn du den jetzt nicht tötest. Wieso, weshalb? Weil das Vieh bis zu 200 Schaden macht. Weiß. Alles gut! Alles gut! Geschafft. Für welche Sache wollen wir uns jetzt gleich entscheiden? Du entscheidest, Peter. Das kannst du in deiner Entscheidung. It bleeds because it knows I'm its master. I will finish this. The brain is on the cusp of its final thought. Ich würde sagen, wir machen einfach für uns das ganze Königreich ohne ihn. An opportunity, perhaps. Können wir machen, Digi. Also drei, ja? Ja, was anderes wäre jetzt gerade nicht möglich. Außer zwei noch? Aber ich glaube, dann gehen wir auch drauf. Ja, machen wir mal drei, komm. Drei, komm, wir mal drei, machen wir drei. Alter. Alter, da ist viel Hass dahinter. Ist da irgendwas in der Nacht passiert? Da hat er nicht, Alter, oh, noch von unten rein. Hat er nicht dran gedacht, du? Hätte ich wahrscheinlich geliebt. Yes, yes, ja. Herrsche ich über die Welt. Sehr schön. Wie jetzt, du allein oder was? Naja, ja. Ihr gehört schon mit dazu. Ja, sagst du. Naja, kann ich keine Stadt dafür, dass die euch nicht daneben animiert haben. War doch von Anfang an dein Plan. Ja, Alter, verraten. Das wolltest du, Peiler? Zerstörung? Pass? Nee, das ist ja noch davor passiert. Jetzt beherrsche ich sie erst. Ich hole meine ganzen Lover zu mir. Wird erstmal Party feiert. Von denen. Hi, da seid ihr. Hab sogar ein Haustier. In my name. Alter Peiler. Wie cool du sein kannst. Tja, mit deinem Milchbart. Gekackert. Ja gut, Leute, wir haben es geschafft. Baldur's Gate.
zweimal hintereinander. Yes, sir. Wollen wir die dritte Option auch noch machen? Nein, es gibt keine dritte. Das schaffen wir nicht mehr. Nee, wieso? Wir müssen ja nicht nochmal durchspielen. Ich habe ja vorhin nochmal gespielt. Nein! Wollen also, wir alle sterben? Ey, komm schon. War doch gut, Leute. Ja, war ein schönes Spiel. Also, kann man auf jeden Fall noch ein DLC oder. Ja, wir haben es ein halbes Jahr auch gespielt. Das heißt ja schon, dass da auf jeden Fall Potenzial drin ist. Cool. Das spielen wir nur zwei Monate.